Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen heute Abend im Politforum Bern hier im Käfigturm. Ernährung fair und unabhängig, wie soll das gehen? Nun, wie es gehen soll, dazu liegen seit kurzem zwei Vorschläge, möglicherweise bei Ihnen bereits im Briefkasten, zwei Volksabstimmungen, über die Sie in weniger als einem Monat zur Meinung befragt werden. Die Fair Food Initiative und die Initiative für Ernährungssicherheit. Heute Abend soll es darum gehen, sich zu informieren, sich eine Meinung zu bilden und vielleicht dann auch dazu zu kommen, effektiv diese Meinung auch kundzutun am 23. September. Herzlich willkommen zu dieser Podiumsveranstaltung inklusive Einführungsreferat. Wir werden den Abend nämlich folgendermaßen gestalten. Zunächst werden wir ein Einführungsreferat von Professor Markus Fischer erhalten. Er ist Direktor des Botanischen Gartens in Bern. Er wird uns über die Hintergründe dieser beiden Initiativen etwas erzählen. Wir haben ja in den letzten Jahren mehrere Vorstöße oder durften über mehrere Vorstöße befinden, die sich mit Entwicklungen in die eine oder andere Richtung unserer Landwirtschaft befassten. Darüber wird er uns berichten, sodass wir ein bisschen das Panorama kennen, in dem diese beiden Initiativen zu verorten sind. Im Anschluss daran haben wir ein hoffentlich kontroverses und spannendes Podium. Und im Anschluss an die Podiumsdiskussion sind dann selbstverständlich auch Sie sehr herzlich eingeladen, mitzudiskutieren im Rahmen einer Publikumsdiskussion. Wir haben heute sehr viele Gäste. Es freut mich unglaublich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und sich für diese Abstimmung interessieren. Möglicherweise liegt es auch daran, dass es Ihnen so ergangen ist wie mir, als Ihnen das Abstimmungsbüchlein ins Haus geflattert ist und Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sahen, sozusagen Orientierungslosigkeit angesichts der Initiativflut zur Landwirtschaft. Wenn die heutige Veranstaltung dazu beitragen kann, ein wenig Klärung herbeizuführen, dann sind wir froh. Eine kurze Bemerkung, wir sitzen nicht nur in diesem Raum, sondern wir haben auch Gäste im unteren Raum und da ich Sie leider nicht sehe, Sie aber mich hoffentlich und zumindest hören, begrüße ich auch Sie sehr herzlich. Nun darf ich Markus Fischer das Wort geben. Er ist eigentlich Physiker, studierte ursprünglich mal Physik und hat sich dann aber in Pflanzenbiologie spezialisiert. Die Schwerpunkte seiner Forschung sind Biodiversität und Pflanzenökologie. Er ist Professor an der Universität Bern und zugleich, wie gesagt, Direktor des Botanischen Gartens. Ich übergebe Ihnen. Herzlich willkommen, Markus Fischer. Danke. Man soll sich ja nie in andere Leute Händel einmischen. Darum gebe ich eine neutrale Einführung. Obwohl es gibt eigentlich fast kein Thema, über das man sich so gut streiten kann wie über die Landwirtschaft. Es wird mit Leidenschaft betrieben seit vielen tausend Jahren. Ernährung ist natürlich sowieso etwas sehr, sehr Sinnliches. Auch interessant, vor ein paar tausend Jahren, als man angefangen hat mit der Landwirtschaft, hat es dazu geführt zum sesshaften Lebenswandel, zum Bevölkerungswachstum, zur Staatenbildung, also alles soziale Fragen, die nicht direkt mit der Ernährung zu tun hatten, sondern indirekt. Und dann auch mit Besteuerung, wirtschaftlichen Fragen. Und genau diese Multidimensionalität, sozial, wirtschaftlich, und die Umwelt betreffen, weil die Landwirtschaft hat natürlich im Laufe der Jahrtausende den ganzen Planeten transformiert. Sieht ganz anders aus wie am Anfang, in der Schweiz genauso. Diese Multidimensionalität eignet sich bestens zum Streiten, weil man dann gut aneinander vorbeireden kann und über ganze viele verschiedene Themen gleichzeitig reden kann. Natürlich geht es darum, Nahrungsmittel zu produzieren, aber die Landwirtschaft hat auch viele weitere Funktionen, eben identitätsstiftend, landschaftsformend, hat Auswirkungen auf die Organismen und auf die abiotische Umwelt. Das Tierwohl hängt von ihr ab und so weiter. Es sind also ganz viele Funktionen, die mit der Landwirtschaft verknüpft sind. Und einige davon
die werden absichtlich erzeugt und andere sind vielleicht eher Nebenwirkungen. Interessant auch, dass die Landwirtschaft von Betrieben ausgeführt wird, die am Markt sind, die also etwas verkaufen. Das sind dann private Güter, über die wir da reden. Es gibt aber auch viele öffentliche Güter, die zum Beispiel die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit oder Regulierung des Mikroklimas oder Erosionsschutz, das sind alles öffentliche Güter, für die man direkt kein Geld bekommt. Also muss die öffentliche Hand, wenn sie das möchte, auch unterstützen. Und dementsprechend hat die Landwirtschaft einen großen Stellenwert in jedem Land. In der Schweiz ganz besonders so. Sie hat den eigenen Verfassungsartikel. Das ist auch keineswegs selbstverständlich. Gibt es nicht überall auf der Welt, aber in der Schweiz gibt es das. Und das Budget des Bundes hat über 5% für die Landwirtschaft reserviert, über 3,5 Milliarden jedes Jahr, die verteilt werden. Das ist eigentlich eine wunderbare Situation, weil das heißt, man kann tatsächlich auch etwas steuern. Aber wie? Wenn wir sagen, die Landwirtschaft in der Schweiz übrigens, dann ist es wie bei allem in der Schweiz. Die gibt es eigentlich gar nicht, weil es ist unglaublich vielfältig. Erstmal ist das Land natürlich nicht für alles geeignet, viel zu regnerisch und zu hoch und topografisch zu schwierig, sodass wir sehr viel Grünland haben, natürlich und relativ wenig Acker. Wir haben 1 Million Hektar oder 10.000 Quadratkilometer, ein Viertel der Landesfläche nur. Und überall wird etwas anderes betrieben, weil nur etwas anderes möglich ist. Der Sektor hat ungefähr 50.000 Betriebe mit ungefähr 150.000 Beschäftigten und einigen mehr, die davon abhängen. Also eigentlich eher klein, wenn man so will, und unglaublich vielfältig. Der Verfassungsartikel im Moment, der steckt einen Rahmen für alles Weitere: sichere Versorgung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Pflege der Kulturlandschaft, dezentrale Besiedlung des Landes, Förderung der bodenbewirtschafteten bäuerlichen Betriebe. Und die Multifunktionalität ist anerkannt im derzeitigen Verfassungsartikel. Das bäuerliche Einkommen soll ergänzt werden, ein ökologischer Leistungsnachweis erbracht, dafür Produktionsformen, die besonders naturnah und umwelttierfreundlich sind, sollen gefördert werden. Es gibt Vorschriften zur Deklaration von Herkunft und so weiter von Lebensmitteln und die Umwelt soll geschützt werden. Also sehr multifunktional in der Formulierung. Man hat letztes Jahr dann den Gegenvorschlag zur Ernährungssicherheitsinitiative angenommen, wo die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, die vorher schon erwähnt war, hier oben, noch einmal besonders betont wird im Artikel 104a und wo noch etwas spezifiziert wird, die Sicherung der Grundlagen, vor allem das Kulturland sichern, standortangepasste, ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion, obwohl das vorher auch schon angesprochen war, dann ganz gezielt auf den Markt ausgerichtete Land- und Ernährungswirtschaft, Handelsbeziehungen grenzüberschreitend, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen, ressourcenschonenden Umgang. Also sogar ein bisschen Redundanz zwischen den Texten hier. Und einige sagen, das hier ist irgendwie so vage und geht in verschiedene Richtungen, dass es wahrscheinlich das ist, worauf man sich gerade noch einigen konnte, hat man in der Diskussion gehört. Das ist also der derzeitige Stand des Rahmens. Wie geht es der Landwirtschaft eigentlich? Sie produziert, und zwar vom Jahr 1900 bis heute, eine 2,5-fachung der Produktion, auch eine 2,5-fachung der Wohnbevölkerung der Schweiz, die Nutzfläche fast konstant, leicht zurückgehend. Ein massiver Strukturwandel. Wir haben eben nur noch die 50.000 Betriebe, von denen ich gesprochen habe. In den letzten Jahren massiver Rückgang. Biobetriebe nehmen zu. Verdienen kann man nicht so viel. Je nachdem in der Bergregion pro Betrieb vielleicht 70.000 bis 100.000 in der Talregion. Da kommt aber auch ein außerlandwirtschaftliches Einkommen dazu. Die Direktzahlungen sind der größte Teil des Landwirtschaftsbudgets. Und das ist uns insgesamt, wie erwähnt, 3,5 Milliarden, ist ungefähr konstant in letzter Zeit. Das heißt, die sind konstant, man kann trotzdem nicht so viel verdienen und es ist ein ziemlicher Wandel im Gang. Wir sind keine Insel. Es wird unglaublich viel eingeführt an landwirtschaftlichen Produkten, aber auch sehr viel ausgeführt. Der Selbstversorgungsgrad ist 51% des Verbrauchs, wenn man die Futtermittel dazu rechnet, sonst 59%. Also Selbstversorgung
ist eine Illusion, das geht gar nicht mehr heutzutage in der vernetzten Welt. Die Schweiz hat einen großen ökologischen Fußabdruck im Rest der Welt, weil sie eben auch viel, also ein Fußabdruck nicht nur, weil wir hier zu viel verbrauchen, sondern eben auch, weil wir im Ausland, zum Beispiel in Südamerika, wir die dortige Landwirtschaft einen Impact haben. Das Tierwohl ist ein Verfassungsziel, durch die Tierschutzverordnung geregelt. Die wird nicht immer eingehalten. 15% der Kontrollen finden Mängel. Das ist eine erheblich große Zahl und einige sind mit dem Tierschutz überhaupt nicht zufrieden, weil er zu wenig weit geht und sogar der wird nicht eingehalten. Es gibt Krankheiten, die lebensmittelbedingt sind, Salmonellen, Campylobacter, einige tausend Fälle pro Jahr in der Schweiz. Die Leute, die werden immer dicker im Durchschnitt. War mir nicht bewusst, vor allem die Männer, nicht die Frauen. Sehr, sehr interessantes Ergebnis. Also etwa die Hälfte übergewichtig der Wohnbevölkerung im 2012 bereits bei den Männern, aber nur ein Drittel der Damen. Ich will nicht sagen, dass die Landwirtschaft daran schuld ist, ob die Bevölkerung zunimmt oder nicht. Ich will nur sagen, dass es Gesundheitsaspekte gibt. Und natürlich ist gesunde Ernährung ein wichtiges Thema. Ich wollte es eigentlich nur so erwähnt haben. Die Schweiz sollte eigentlich stickstoffneutral sein, hat aber einen riesigen Stickstoffüberschuss, der zu einem großen Teil aus den Düngern kommt. Das ist typisch für intensive Landwirtschaft und das ist ein Hauptgrund, dass biologische Vielfalt zurückgeht. Wir haben vor kurzem einen Bericht über Europa und Zentralasien gemacht, hier jeweils die Spalte für Westeuropa, die auch für die Schweiz eigentlich gilt, für verschiedene terrestrische Habitattypen und Süßwassertypen ist klarer Rückgang, Sie sehen die roten Pfeile, die Pfeile nach unten, klarer Rückgang der biologischen Vielfalt. Die Hauptursache, die direkte Hauptursache ist die intensive Landwirtschaft, die aber natürlich ist ein gesellschaftlicher Wunsch. Das ist die Frage, was die Gesellschaft wünscht. Das ist nicht, dass die Bauern direkt die Biodiversität zerstören wollen, aber sie haben eben diesen Effekt, weil die Gesellschaft die Rahmenbedingungen so steckt. Interessant auch, dass biologische Vielfalt für die Ökosystemleistungen sehr wichtig ist. Und während wir die Nahrungsmittelproduktion und auch die Holzproduktion und auch die Biomasseproduktion für Energie forcieren, sind alle anderen Dinge, die wir von der Natur bekommen, im Rückgang begriffen. Eben zum Beispiel Erosion, zum Beispiel die Regulierung vom Kleinklima, die Regulierung von Schadorganismen und auch nicht materielle Leistungen, wie zum Beispiel die kulturelle Identität, die wir erfahren, indem wir uns an die vielfältige Landschaft unserer Kindheit erinnern, zum Beispiel. Also die Landwirtschaft hat auch große Umweltauswirkungen. Nun, diese ganze Gemengelage aus diesen verschiedenen Veränderungen hat Initianten bewogen, die Fairfood-Initiative oder Initiative für gerechte Ernährung, also ist nur die Abkürzung hier, also eigentlich eine Ernährungs-, nicht eine Landwirtschaftsinitiative einzureichen. Im Wesentlichen laut Webseite mit 5 Hauptmotivationen. Man möchte regional statt eingeflogen wirtschaften, das ist umweltfreundlicher, regionaler und auch gesünder. Tierwohl soll verstärkt werden. Der faire Handel mit dem Ausland, da sollen Standards gelten wie bei uns auch. Es kann nicht sein, dass wir einen Freihandel haben, wo an anderer Stelle unethisch gehandelt wird. Artenvielfalt soll betont werden statt Monokulturen. Und der Food Waste, der soll aufhören. Das, also insgesamt möchte man vor allem ökologische und soziale Anforderungen erstellen. Im Initiativtext hier, diese Ziffern, die werden dann nachher geregelt, wenn wir das Abstimmungsergebnis kennen, schlägt sich das nieder, man möchte mehr nachhaltige Lebensmittel, also auch das laut Initianten, mehr nachhaltige Lebensmittel im Angebot in Paragraph 1
umweltfreundlich, tierfreundlich, faire Arbeitsbedingungen, Paragraph, Absatz 1 verankert wissen, nachhaltige Produktion auch bei importierten Lebensmitteln, Absatz 2, dann 3 Klimaschutz, kürzere Transportwege, also weniger Energieverbrauch, weniger CO2, Absatz 4, bessere Information über Produktionsweise und Herkunft, also Auszeichnung, dass der Konsument entscheiden kann, bessere Marktbedingungen für nachhaltige Lebensmittel, Abmachungen mit Detailhändlern und Importeuren, also verbindliche Zieleinführung, regionale, saisonale Lebensmittel forcieren, wie gesagt, Food Waste stoppen und auch die Zielerreichung überprüfen. Also viele Ziele hier, ähnlich gelagert, aber doch sehr verschieden. Davon ist die Initiative für Ernährungssouveränität, die im Wesentlichen 5 Motivationen laut Webseite der Initianten antreibt. Man möchte eine vielfältige, bäuerliche und gentechfreie Landwirtschaft, die auch die natürlichen Ressourcen schützt, ein gerechtes Einkommen und auch die Zukunft für Bäuerinnen und Bauern sichern angesichts des Rückgangs der Betriebszahlen. Man möchte einen Markt mit kurzen Kreisläufen und regionaler Produktion, der auch transparenter ist, weil weniger global. Einen gerechten internationalen Handel soll heißen, aus dieser Sicht gerecht heißt, dass man auch das Recht hat einzugreifen, sich zu schützen, Zölle zu erheben und Export nicht mehr zu subventionieren. Das alles also soll die Souveränität erhöhen, dass man eigene Entscheidungen trifft, aber natürlich schon im Respekt gegenüber anderen Regionen. Ich verzichte darauf, diesen ziemlich länglichen Text hier im Einzelnen vorzustellen, aber alle diese Punkte sind dort verankert. Im St. Galler Tagblatt war ein Vergleich der beiden Initiativen und des derzeit geltenden Rechts, wo diese Icons verwendet wurden, die fand ich sehr hilfreich und habe die hier also angewendet. Und ich habe 7 Punkte, wo man schön direkt vergleichen kann. Was sagt die jetzige Verfassung? Und was wäre nach Annahme dieser beiden Initiativen in Kraft? Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, da gibt es im Moment keine speziellen Bundesvorschriften, nur einige kantonale Normalarbeitsverträge. Die Fairfood-Initiative äußert sich nicht dazu. Die für Ernährungssouveränität möchte die Arbeitsbedingungen der landwirtschaftlichen Angestellten schweizweit verbessern, um mehr Leute dorthin zu bringen. Preissteuerung und Stützung wurde im Wesentlichen abgeschafft. Es gibt keine Mengen- und Preisgarantien mehr. Die Landwirte sollen Konsumentenbedürfnisse entsprechen, am Markt bestehen. Direktzahlungen gelten gemeinnützige Leistungen ab. Der Bund stützt nur in außerordentlichen Fällen. Die Fairfood-Initiative äußert sich nicht dazu und die Initiative für Ernährungssouveränität würde da eine massive Änderung bringen, nämlich die Produktionsmenge steuern und auch bei den Preisen eingreifen, also entsprechend in Markt- und Agrarhandel eingreifen. Ökologische Standards. Laut Verfassung sind Düngung und Pflanzenschutzmittel reguliert. Sie haben aber gesehen, der Stickstoff zum Beispiel ist viel zu viel Stickstoff in der Landschaft. Um Gewässer und Naturschutzgebiete gibt es eingeschränkte Nutzung für bestimmte ökologische Leistungen. Wenn man die erbringt, qualifiziert man sich für Direktzahlungen. Man kann nachhaltig produzierte Lebensmittel labeln, ist freiwillig. Die Fairfood-Initiative möchte da nachdoppeln, möchte die Umweltziele Landwirtschaft, die zurzeit nicht erreicht werden, auf die hinarbeiten durch weniger Pestizideinsatz, reduzierten Tierbestand, reduzierten Schadstoffeintrag, also ziemlich umweltfreundlicher werden. Ähnlich die Initiative Ernährungssouveränität, die das vor allem durch die Regionalität auch noch unterstreicht. Food Waste ist momentan noch kein Thema, nur indirekt, dass der Bund eigentlich die Öffentlichkeit sensibilisiert zur Schonung der Ressourcen. Die Fairfood-Initiative möchte da konkrete Maßnahmen auch von der Industrie, um den Food Waste einzudämmen. Tierschutz, es gilt die Tierschutzverordnung, die einigen nicht weit genug geht. Die Fairfood-Initiative möchte sicherstellen, dass Lebensmittel gestärkt werden, Angebot an Lebensmitteln gestärkt wird, die wirklich tierfreundlich produziert werden. Die andere Initiative äußert sich dazu nicht. Gentechnik ist momentan in der Landwirtschaft nicht im Einsatz und sicher die nächsten 3 Jahre nicht wegen des Moratoriums. Die Initiative für Ernährungssouveränität möchte Gentechnik ausschließen, inklusive der
neuen Methode durch Genomeditierung und das würde also soll unbefristet dann gelten. Die Lebensmittelimporte. Derzeit können gesundheitlich als unbedenklich eingestufte Lebensmittel eingeführt und verkauft werden. Importverbote und abgestufte Einfuhrzölle wären möglich, werden aber nicht angewendet derzeit, um nicht gegen Handelsverträge mit dem Ausland zu verstoßen. Und nur für 3 in der Schweiz verbotene Produktionsmethoden, zum Beispiel Eier aus Käfighaltung, gilt die Deklarationspflicht im Moment. Die Fairfood-Initiative geht viel weiter, sagt, eingeführte landwirtschaftliche Produkte sollen inländischen Standards entsprechen. Und die Initiative für Ernährungssouveränität möchte deutlich mit Zöllen und Einfuhrverboten arbeiten, um sicherzustellen, dass keine sogenannten minderwertigen Produkte in die Schweiz gelangen. Also da ein ziemlicher Eingriff. Soweit also der Vergleich, die Vorstellung der Initiativen und des Hintergrunds und die Gegenüberstellung. Meine Beobachtungen: Landwirtschaft ist multifunktional, dementsprechend betreffen sowohl das bestehende Recht als auch die beiden Initiativtexte. Soziale Fragen, wirtschaftliche und Umweltfragen sind also komplex. Die Frage, die sich stellt, ist das bestehende Recht oder die Initiativtexte breit und ausgewogen genug angesichts all dieser Ziele und Funktionen? Weisen sie in die richtige Richtung? Wird zu kurz gesprungen, zu weit gesprungen? Werden endlich bisher nicht erreichte Verfassungsziele, zum Beispiel im Umweltbereich oder auch im Sozialen, dann endlich erreicht? Wird übersteuert? Die beiden Initiativen sagen, es ist unbedingt nötig, im Sozialen und bei den Umweltfunktionen vor allem nachzudoppeln und darum den Artikel anzupassen. Bundesrat und Parlament warnen vor negativen wirtschaftlichen Konsequenzen, weisen auf Preise, internationalen Handel hin und so weiter. Allerdings sprechen sie nicht über die öffentlichen Güter, ob das jetzt zum Beispiel die Umweltkosten, die dann auch alle tragen müssen, sind in dieser Überlegung irgendwie nicht erwähnt. Ich bin sicher, da wird jetzt trefflich darüber gestritten und viele dieser Punkte werden wahrscheinlich wieder aufgenommen werden. Ich bin sehr neugierig, was alles kommt und kann dann bestens informiert zur Abstimmung gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Volksinitiative für Nachhaltigkeit, also die Fairfood-Initiative. Würden Sie die Fairfood-Initiative annehmen? Wer diese Frage mit Ja beantworten würde, möge doch ganz kurz, geht nur um ein Stimmungsbild, die Hand heben, um so ein bisschen abzuschätzen. Okay, ja. Wer würde sie eindeutig ablehnen? Und wer weiß noch gar nicht? Gut, du hast unten geschaut, richtig? Wie sah das Stimmungsbild unten aus? Okay, im Hauptraum war das Verhältnis ein bisschen anders. Hier ganz deutlich ein Ja, relativ fast gleich viele Unentschiedene und Ablehnende, genau. Dieselbe Frage gerne nochmals zur Initiative für Ernährungssouveränität. Wenn Sie heute Abend abstimmen könnten, würden Sie die Initiative für Ernährungssouveränität annehmen? Das sind die Ja's und die Neins. Wer würde sie ganz eindeutig ablehnen? Das sind die Neins. Und wer weiß es noch nicht? Das ist sehr interessant. Das wunderbar, ganz, ganz unterschiedlich. Eindeutige Mehrheit hier oben beziehungsweise eindeutige Unklarheit hier oben. Die große Mehrheit weiß noch nicht, ob man die Initiative für Ernährungssouveränität annehmen soll oder nicht. Und bei den ablehnenden Zustimmen ist es
ungefähr gleich. Wie war es im unteren Saal? Genauso. Okay, spannend, spannend. Dann müssten wir vielleicht heute Abend den Punkt ein wenig stärker auf die Ernährungssouveränitätsinitiative legen. Wir kommen jetzt zur Podiumsdiskussion und ich werde Sie dann danach nochmals fragen, mal sehen, ob sich das Stimmungsbild geändert hat. Ich lade ein und begrüßen Sie mit mir zunächst Bettina Scharrer. Herzlich willkommen. Bettina Scharrer ist Umwelthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center, also am Zentrum für Entwicklung und Ökologie. Nachhaltige Entwicklung, ich kenne nur den Englischen, wie heißt es auf Deutsch? Ist schon gut. Umwelt und Ökologie. Umwelt und nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern. Sie ist von der Ausbildung her ist sie Historikerin, Agrar- und Wirtschaftsgeschichte und hat unter anderem, vielleicht haben Sie das auch gesehen, die wissenschaftliche Vorarbeit geleistet, richtig, für eine der rechtlichen Studien, ob die Fairfood-Initiative mit internationalem Recht, geltendem Recht vereinbar ist. Sie hat nicht die Studie verfasst, sondern sie hat das Datenmaterial. Die Datenrecherche gemacht, genau. Dann begrüße ich Nationalrat Andreas Ebbi. Herzlich willkommen und begrüßen Sie mit mir. Herr Ebbi ist seit 2007 Nationalrat für diesen Kanton, selbst Bauer und Viehzüchter und wie er auf seiner Website sagt, dies mit Leib und Seele, mit großer Leidenschaft. Er selbst setzte sich ein für eine produktive und innovative Landwirtschaft und für Vollbeschäftigung mit Arbeitsplätzen in Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie. Das schreit ja eigentlich fast schon für eine Unterstützung der Initiative für Ernährungssouveränität. Können Sie mir dann gleich noch sagen. Dann haben wir den Berufskollegen von Herrn Ebbi, Kilian Baumann. Herzlich willkommen. Kilian Baumann ist Biobauer. Er führt einen kleinen Betrieb mit Direktvermarktung. Sein Betrieb hat das Label der Bioknospe. Er ist daneben auch Großrat der Grünen hier im Kanton Bern und hat sich mit ökologischen Themen oder verschiedene Vorstöße zu ökologischen Themen eingebracht. Und last but not least, Berner Stadtrat Tom Berger. Herzlich willkommen. Tom Berger ist Stadtrat hier in Bern, selber nicht Bauer, aber Sohn eines Agraringenieurs, richtig? Selber ist er Betriebswirtschafter, Betriebsökonom bei der Polsan AG und seit 2017 hier in Bern für die FDP im Stadtrat. Herzlich willkommen Sie alle zu dieser Podiumsdiskussion. Hören Sie mich? Gut. Ja, da möchte ich Ihnen gleich auch schnell eine knifflige Frage stellen. Wenn Sie heute Abend oder am 23. September die Wahl hätten und entscheiden müssten, welche der beiden Initiativen zum Zuge kommen sollten, Sie können ja auch beide ablehnen in Realität, aber nehmen wir mal an, Sie könnten nicht ablehnen, Sie müssten sich für eine der beiden Initiativen entscheiden, als Wegweiser für die zukünftige Entwicklung der Schweizer Landwirtschaftspolitik. Für welche würden Sie sich entscheiden? Ganz kurz, warum? Wer mag beginnen? Herr Berger. Fairfood, es ist das kleinere Übel. Es ist das kleinere Übel. Was ist das kleinere Übel? Ein Stichwort? Ja, genau. Und warum? Weniger radikal. Weniger radikal. Wunderbar. Frau Scharrer? Ich würde mich für die Ernährungssouveränitätsinitiative entscheiden. Ich sehe zwar auch Problematik bei der Umsetzung, aber sie trifft im Kern, spricht sie ganz viele Probleme der Landwirtschaft an, also konkreter an. Okay, Sie sagen, wenn schon, dann richtig, dann Ernährungssouveränität. Herr Ebbi? Ja, ich glaube auch Fairfood ist das kleinere Übel. Das kleinere Übel? Ja. Derselbe Grund, weniger radikal? Ja, genau. Ja, okay. Und Herr Baumann? Ja, ich bin im Initiativkomitee der Fairfood-Initiative, darum... Müssen fast, ja.
darf ich mich für die Fairfood-Initiative entscheiden. Ja, ja, das ist natürlich verständlich und nachvollziehbar. Was ist denn, wenn wir jetzt den Fokus gleich zunächst mal auf die Ernährungssouveränität, die Initiative für Ernährungssouveränität legen wollen? Was ist so übel daran? Und um meine Anfangsprovokation, um Ihnen da jetzt die Möglichkeit zu geben. Ein Anliegen der Initiative für Ernährungssouveränität ist ja, Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu erhalten. Der Bund soll dafür sorgen, dass mehr Personen in der Landwirtschaft arbeiten. Jede Bäuerin, jeder Bauer, der oder dem der eigene Betrieb am Herzen liegt, muss doch sagen, stimmt doch. Muss ich doch zustimmen, oder nicht? Sie meinen mich? Zum Beispiel, ja. Also ich bin letzten Sonntagabend aus Russland zurückgekehrt. Und das war dort einmal so und heute ist das Gegenteil der Fall. Also wir können doch nicht in alte planerische Zeiten zurückkehren und Leute irgendwie Pseude beschäftigen mit einer besseren Technik heute, mit besseren Stallsystemen. Wir können doch nicht Dorfläden aufbauen, das auf Staatskosten. Das ist ja unglaublich, wenn man an solche Sachen denkt. Wie ist das umsetzbar? Also ich hätte meinen Dorfkäsereiladen, wenn das der Kanton betreiben würde, ja, würde es besser gehen, aber ich glaube nicht daran. Okay. Sie sagen, Frau Scharrer, die Initiative für Ernährungssouveränität löst aber die Probleme effektiver. Löst sie die Probleme, indem sie... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es spricht Problempunkte der Landwirtschaft konkreter an. Ist die Beschäftigungszahl... Also das ist ein Punkt, aber Sie wissen, der Text ist relativ lang. Genau. Also meine Frage ist die Beschäftigungszahl, ist die Zahl der Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind in der Schweiz, ist das einer der problematischen Punkte, die ja hier effektiv angegriffen wird von der Initiative für Ernährungssicherheit? Also ich denke, die Initiative schreibt da nicht vor, wie viele Leute beschäftigt sein sollen, sondern es soll gefördert werden. Und es kommt ganz darauf an, was wir für eine Ausrichtung haben. Wenn wir weiterhin eine kapitalintensive Landwirtschaft haben, hochtechnisiert, wie das in der Schweiz ist, die Schweiz ist relativ stark, das ist in diesem Punkt sehr intensiv, ja, dann wird es weniger Betriebe geben, es wird größere Betriebe geben, der Strukturwandel wird gefördert und die Betriebe nehmen ab und es braucht weniger Angestellte, dann haben sie halt irgendwie zwei Leute, die 400 Kühe betreuen. Aber sie können natürlich die Landwirtschaft auch anders ausrichten, indem sie sagen, wir möchten eine diversifizierte Landwirtschaft. Wir können auch mehr Gemüsebau machen, wir möchten eine standortorientierte Landwirtschaft und dann haben sie wiederum etwas mehr Beschäftigte. Weil man muss ja schon... Ja, man führt aber zur Sowjetisierung, wie wir gehört haben. Völlig, gut, das sehe ich nicht so, weil also ich finde dieses Argument, erstens mal haben wir sowieso, und das möchte ich hier mal klarstellen, seit dem Zweiten Weltkrieg spätestens, eine relativ gelenkte und geplante Landwirtschaft. Also ich sage nicht Planwirtschaft, weil dieses Wort assoziiert an kommunistische Zeiten, um das geht es nicht, aber es ist einfach eine Illusion zu tun, als hätten wir jetzt hier eine Landwirtschaft mit vollkommen freiem Markt, das ist einfach nicht korrekt. Es wird auch über Direktzahlungen können durchaus Produktionsmethoden oder auch Mengen gesteuert werden. Und es ist nicht so, dass das jetzt alles völlig frei ist und wenn die Initiative kommen würde, wäre dann alles völlig gelenkt. Also ich finde, das muss man schon mal gesagt haben, weil ich finde das nicht korrekt, wenn man es so auslegt, dass das jetzt eine Planwirtschaft sein soll. Wir haben schon jetzt Zölle, wir haben schon jetzt Agrarschutz. Das kennen alle, wenn Sie in Coop gehen im Juni, dann können Sie nicht italienische Tomaten kaufen, dann kaufen Sie Schweizer Tomaten. Und das läuft über ein Zollregime. Also es geht also nicht darum, etwas einzuführen, das noch nicht existiert, sondern es anders zu lenken. Herr Berger. Ich bin sehr froh für dieses Votum, weil genau um das geht es. Wir haben schon heute eine sehr reglementierte Landwirtschaft mit sehr vielen gesetzlichen und verfassungstechnischen Grundlagen. Das haben wir vorhin auch gesehen. Aber warum ist es eben trotzdem eine Planwirtschaft, die Ernährungssouveränität? Es heißt eben nicht, dass die Anzahl Personen erhalten werden muss, sondern sie muss sogar ausgebaut werden. Und dann quantifiziert der Staat. Er setzt nicht ein Ziel fest, er sagt nicht, wir wollen eine nachhaltige Landwirtschaft, wir wollen eine Landwirtschaft in Einklang mit der Natur, sondern er sagt sogar noch, es müssen mehr Personen tätig sein. Dann quantifiziert der Staat. Und aus meiner Sicht und in meinem Verständnis, und das ist jetzt halt eher die Sicht eines Ökonomen, ist das dann durchaus planwirtschaftlich, wenn der Staat beginnt zu quantifizieren und entscheidet, ob es genügend oder weniger Beschäftigte braucht in einem Sektor.
Und ich finde es ganz wichtig, dass man diese Forderung der Initiative mit einer zweiten Forderung verknüpft. Und das ist die Forderung nach dem einträglichen Einkommen. Mhm. Ich kann nicht zeitgleich fordern, dass immer mehr Leute in einem Sektor arbeiten und dann noch fordern, dass deren Einkommen steigert. Und das ist für mich übrigens fast noch der wichtigere Grund, weshalb ich diese Initiative aus Überzeugung ablehne. Ich bin felsenfest überzeugt, dass diese Forderung nach einer einträglichen Landwirtschaft Food Waste massiv fördern wird in diesem Land. Und dann laufen wir wieder den Zielen, die die Initianten eigentlich hätten, massiv zuwider. Also diese Initiative widerspricht sich im Kern eigentlich selber. Warum widerspricht sie sich? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weiß ich? Wenn wir fordern, dass ein Bauer einfach per se eine einträgliche Produktion betreiben kann, dann ist das der Rückfall in die Zeit, in der wir noch einen Butterberg in der Schweiz hatten, in der der Bauer nur nachweisen musste, was seine Produktionskosten waren und der Staat hat ihm seine Produkte abgenommen. Jetzt haben wir, das haben wir vorhin in der Verfassung gesehen, eine marktorientierte Landwirtschaft. Mhm. Das heißt, auch ein Bauer, auch wenn das ein spezielles Gut ist, ein landwirtschaftliches Produkt, er muss sich überlegen, habe ich einen Abnehmer für mein Produkt, werde ich das los auf dem Markt. Er kann nicht am Markt vorbei produzieren. Mhm. Wenn der Staat ihm aber eine einträgliche Produktion garantiert, dann kann er einfach auf Teufel komm raus produzieren. Beeinträgliche Produktion, nur dass das verständlich ist. Also wenn der Staat ihm garantiert, dass er egal, unabhängig davon, wie viel das er produziert, der Staat kauft ihm alles ab. Je mehr er produziert, desto höher sind seine Kosten, desto mehr Geld braucht er, dass es einträglich ist. Dieses Geld kann er vom Kunden erhalten, weil er eine Nachfrage hat oder er kriegt es vom Staat. Ja. Genau, und der Staat garantiert, dass sozusagen das, was er erhält, und jetzt kann man sagen, kein Problem, dann machen wir es wie früher und unsere Überproduktion geht ins Ausland, kommt der nächste Punkt der Initiative, Subventionen für Exporte sind verboten, sollen verboten werden. Also das geht nicht. Aus meiner Sicht geht das nicht. Wir können nicht A, mehr Leute in der Landwirtschaft haben, die B, mehr verdienen sollen und C, darf das kein Food Waste geben und D, dürfen wir es dann nicht exportieren, wenn wir hier zu viel haben. Was würden wir nämlich damit tun, mit den Überproduktionen? Das wäre Food Waste. Also das will man wegwerfen. Nicht Food Waste. Was will man machen? Okay. Was will man machen, wenn die Landwirtschaft völlig an der Nachfrage vorbei produziert und der Staat hat die Pflicht, trotzdem dafür zu sorgen, dass diese Überproduktion einträglich ist? Was will ich mit diesen Produkten machen? Ich kann nicht jeden hier im Saal zwingen, doppelt so viel zu essen. Dann sind wir wieder beim Übergewicht. Herr Baumann, können Sie dieser Sicht zustimmen? Nein, nicht ganz. Jetzt sind wir schon ziemlich weit gegangen, oder? Also wir haben im Einführungsreferat ja eine Kurve gesehen oder eine Statistik mit der Anzahl Bauernbetriebe in der Schweiz, oder? Und wir haben gesehen, die ist massiv zurückgegangen. Massiv für die letzten 30 Jahre eine Veränderung, die wirklich, wenn man davon spricht, es sind immer existent, es sind Bauernbetriebe, es ist über Generationen auf diesen Höfen gewirtschaftet worden, vor 40 Jahren noch mit 10, 15 Leuten und jetzt, 40 Jahre später, wird der Hof aufgegeben. Oder es ist eine Wahnsinnsveränderung, die sich hier abspielt und sich weiterhin abspielen wird. Und das geht ja runter, jedes Jahr ein bisschen mehr und einmal müssen wir uns dann die Frage stellen, ja, wollen wir mit dieser Kurve runter, bis wir am Boden sind oder wollen wir irgendwo eine Konsolidierung erreichen und sagen, gut, ein paar Bauern wollen wir in der Schweiz noch, oder? Also es wird irgendeinmal zu sich, sonst haben wir die Situation, dass es Gebiete geben wird, wie das Emmental, Oberland, das natürlich ganz anders aussehen wird. Ich hätte eine provokative Gegenfrage. Hören wir noch schnell. Genau, also ich bin dann ja von der Fairfood-Initiative und ich versuche hier die Argumente der Ernährungssouveränitätsinitiative dem Komitee zu verstehen oder und zu erläutern. Ja. Gut, okay. Die provokative Gegenfrage. Also ich gehe wirklich so weit, die Frage in den Raum zu stellen, wie schlimm ist es, wenn wir weniger Bauernbetriebe haben? Oder? Es wurde richtig gesagt, im Einzelfall ist es ein Schicksal. Absolut. Und das wäre absolut egoistisch, wenn ich aus meinem beheizten Büro sage, ja, dann muss er halt seinen Hof schließen. Aber auf der anderen Seite leben wir in einer Gesellschaft, wir leben in einer Wirtschaft, wir leben in einem System, in dem es eine Entwicklung gibt, in dem es Fortschritt gibt und in dem die Leute, die in einem Sektor die Stelle verlieren, in einem anderen Sektor weiter beschäftigt werden können. Und
das mit den regionalen Sachen, das ist aus meiner Sicht, sehe ich da kein Horrorszenario, für das brauchen wir keine der beiden Initiativen. Bund, Kanton, du kannst schon jetzt regional abgestuft fördern, du kannst schon jetzt die Instrumente der Direktzahlung so ausgestalten, dass eben zum Beispiel das Berner Oberland spezifisch geschützt wird, aber ob wir im Mittelland diese Dichte an Betrieben brauchen, die Stadt Bern mit 9 Bauernhöfen, ob das schlimm wäre, wenn es da nur noch 6 hat, ich weiß es nicht. Darf ich ganz kurz mal schnell eine... Wir sind jetzt an einen Punkt angelangt, Sie haben die Frage... sozusagen auf die Frage zugeführt. Was wäre so schlimm daran, wenn es keine Bauern mehr gäbe? Wenn ich mal... Oder weniger, okay. Aber ja genau, also man kann sie quantitativ stellen oder man kann sie prinzipiell stellen, die Frage, also grundsätzlich. Jetzt, wenn ich mal die Perspektive des Steuerzahlers einnehmen darf, oder? Subventionen sind ja immer sozusagen über Steueraufkommen subventioniert. Was könnte dann mein Interesse, ich bin nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen, bin in einer Stadt aufgewachsen, ich habe einen Schreibtischberuf und so weiter und so fort. Was ist mein persönliches Interesse? Warum sollte ich ein Interesse daran haben, Landwirtschaftsbetriebe generell in der Schweiz, sage ich jetzt mal, zu unterstützen? Wer kann mir da eine Antwort geben? Weil das hilft mir, glaube ich, um die Anliegen der Initiative besser zu verstehen. Herr Ebi. Ja gut, also wenn ich auf dem Lugdenkmal stehe und Richtung Berner Oberland schaue, da sehe ich gepflegte Landschaften, gepflegte Wiesen, gepflegte Wälder, da sehe ich Nachhaltigkeit. Und da sind wir eine Gegend, nämlich gerade diese Gegend, da können wir nicht Betriebe von 50 und 100 Hektar bewirtschaften und das mit Nachhaltigkeit, das ist schlichtweg nicht möglich. Wir sind nicht in der norddeutschen Tiefebene hier und das sind die Punkte. Und um Ihnen zu sagen, das sei ja alles gesteuert, nein, wir sind doch frei, ich kann doch morgen aufhören mit Melken. Ich kann doch die Schweineproduktion ausdehnen. Ich kann übermorgen mit Gemüse anfangen. Ich bilde 30 Jahre Lehrlinge aus und versuche auch denen die Effizienz beizubringen. Und wenn es dann plötzlich heißt, wir möchten mehr in der Landwirtschaft beschäftigen, dezentrale Läden und so weiter, das ist wirtschaftlich alles möglich. ADR, aus der Region für die Region. Ich produziere Raclette-Käse, Mütis, Köstigs Raclette. Götz gekauft, aus der Region für die Region. Das ist genau das Richtige. Das müssen wir nicht staatlich regeln. Da lacht ja ganz Europa über uns, wenn wir sowas machen. Also mein deutscher Kollege, der hier ist, hat mir gesagt, ja, wenn ihr euch abschottet mit geschlossenen Grenzen, das geht. Aber wir sind dann die Ersten, die nach Weil am Rhein gehen und dort wieder einkaufen. Die Gewerkschaften sind zurzeit dran mit den Mindestlöhnen. Das verhält viel besser, als wenn es um Lebensmittel geht und entsprechende Preise. Vielen Dank, Sie haben schon wichtige Stichworte angetippt. Da kommen wir noch drauf, wir wollen noch nicht vorgreifen. Sie wollten noch reagieren, Frau Schaller. Also ich möchte noch etwas zum Einkommen sagen, weil es heißt, das Einkommen der Bauern ist mittlerweile so tief, dass es eigentlich, wird das Einkommen, der Gewinn wird über die Direktzahlung gedeckt. Und das Problem ist, dass die kostendeckenden Preise werden nicht erreicht. Also gerade bei der Milch ist das ein Problem. Also man muss sich vorstellen, man investiert immer mehr, man hat viel Kapital in einem Betrieb oder auch Schulden, aber der Milchpreis sinkt und sinkt und sinkt. Und man kann seine Produktionskosten nicht mehr decken. Und Sie als Steuerzahler, Sie zahlen dreimal. Sie zahlen nämlich erstens den Preis im Laden, wobei die Wertschöpfung in der Regel ja nicht unbedingt beim Bauern ist, sondern auch bei der nachgelagerten Industrie. Sie zahlen über die Steuern, weil die Direktzahlungen müssen ja auch finanziert werden. Und was hier nicht angesprochen wird, Sie zahlen auch ein drittes Mal, nämlich alle externalisierten Kosten, die umweltbedingt Schäden verursachen, sei das nur an Gewässer, ich erinnere nur an 3 künstlich belüfteten Seen im Luzerner Mittelland, weil wir eine absolut zu hohe Viehdichte in Luzern haben. Auch hier zahlen sie, weil das Trinkwasser muss aufbereitet werden, das Trinkwasser muss gesäubert werden, etc. Wir haben eine hohe Ammoniakbelastung und so weiter. Wir haben ja gehört im Vortrag, die Umweltziele sind nicht erreicht. Diese Kosten werden dem Steuerzahler angelastet. Wenn wir eine nachhaltigere Landwirtschaft haben, sieht das anders aus. Und darüber haben wir jetzt überhaupt noch nicht gesprochen. Da sind Sie ganz anders. An der ETH Zürich vor 2 Jahren waren 4 deutsche Professoren. Ich habe ihnen gesagt, was ist der große Unterschied Schweizer Landwirtschaft, europäische? Die haben gesagt, das Unglaubliche hier ist Produktion und das Leben der Menschen ist zusammen und wir können das Trinkwasser gebrauchen. Und jetzt kommen wir zur Milch. Können Sie mir erklären, warum in Deutschland auf der anderen Seite des Bodensees die Trinkmilch beim Landwirt 43 Rappen ist
und im Laden 80 Rappen kostet und auf der anderen Seite des Sees in der Schweiz die gleiche Milch 48 Rappen ist und in diesem glorreichen Land die Steuerzahler auch kaufen, 1,70 Franken kostet. Hm. Können Sie mir das erklären? Das hat ja auch mit der nachgelagerten Industrie zu tun und mit den Löhnen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, nicht die Landwirtschaft. Das müssen wir ansprechen. Ja, das ist ja frappant. Das ist das frappante. Die Produktionskosten der Milchbauern werden nicht mehr gedeckt und der Produktionspreis kann auch sinken. Und ich meine, es wird angeregt zu mehr Produktion, weil eben, was macht denn ein Bauer, wenn er nicht mehr genug hat für seine Milch? Er produziert mehr. Die Frage nicht beantwortet. Wir haben fast 80 Rappen Unterschied. Ja, ist das richtig oder nicht richtig? Wir haben aber auch ein ganz anderes Lohnniveau, das müssen Sie schon mal sehen. In Deutschland verdient man nicht gleich viel wie in der Schweiz. Natürlich, das kann man so nicht eins für eins vergleichen. Sie haben vorher selber gesagt und wir haben es auch im Vortrag gesehen, wir haben ganz andere Standortbedingungen auch. Also wir sind eben nicht in der Aber dann müssen Sie das auch auf den Tisch bringen und nicht über Steuerzahler sprechen. Dort ist das große Übel. Genau dort. Wo? Das habe ich jetzt es nicht verstanden. Es wird viel zu viel Marge rausgenommen. Viel zu viel. Ja, bei aber das ist die nachgelagerte. Die Händler. Und die Milch, geschätzte Damen und Herren, ich habe ja Freude, dass der Saal voll ist. Auf der anderen Seite auch so viele Leute, Landwirtschaft interessiert. Die Milch ist der springende Punkt. Haben wir anständige Preise bei der Trinkmilch, ist eigentlich sehr viel geregelt in dieser schweizerischen Landwirtschaft. Ist so. Und das haben wir nicht. Aber Sie haben ja in der Initiative... Moment. Ja. Pardon? Zurück zur Initiative und zurück zur Einträglichkeit. Oder? Es ist natürlich intelligent in der Argumentation, wenn man sich jetzt dieses eine Produkt rausnimmt, bei dem man schon darüber diskutieren kann, ob der Preis in der Schweiz korrekt ist oder nicht und ob das Geld, das der Konsument ausgibt, zum Richtigen kommt. Aber es steht nirgends in der Initiative, so wie wir über den Text abstimmen, dass das nur für Milchproduzenten gelten soll. Wenn es mir zu mühsam wird, morgen früh meine Kühe zu melken, ich kann irgendein anderes Landwirtschaftsprodukt anbauen und der Staat garantiert mir mein einträgliches Einkommen. Also ich könnte mich morgen Bauer nennen, der Staat müsste mir ein einträgliches Einkommen garantieren. Das steht nicht im Text. Also das ist jetzt wirklich nicht korrekt. Das steht nicht ein einträgliches. Das ist nicht so die kommt. Das ist eine relativ freie Interpretation. Bleiben wir vielleicht ein bisschen näher. Wir können nicht über einzelne Produkte jetzt sprechen, weil wir müssen da noch ein bisschen. Also, Sie haben ja schon angedeutet, wo ein Problem liegt. Also bitte, diese Produkte machen rund 50% aus in diesem Lande. Genau, und es ist auch dann der einzige... Dann können wir nicht über Johannisbeeren sprechen, der einzige die Bereich, 0,3 Promille sind, oder? Selbstversorgungsgrad von fast 100% erreichen, richtig. Ich möchte vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Also einer der Punkte, in denen sich beide Initiativen ja einig sind, sind die Forderungen nach mehr Ökologie, also im Sinne... nachhaltigere Produktion, Schweizer Standards im Bereich soziale Nachhaltigkeit, also faire Arbeitsbedingungen und ökologische Normen, also nachhaltige Umweltstandards, sollen konsequenter durchgesetzt werden, und zwar sowohl im Inland wie auch gegenüber Produkten, die importiert werden. Das ist doch im Prinzip eine nachvollziehbare Forderung, oder? Genau, ich bin froh, dass wir jetzt einen Schritt weiterkommen in der Diskussion und nicht gleich beim ersten Satz der Ernährungssicherheits- oder Souveränitätsinitiative hängen bleiben, sondern zu einem wesentlichen Punkt und auch einem wesentlichen Punkt der Fairfood-Initiative, dass die Landwirtschaft nachhaltiger werden muss, oder? Das nicht zuletzt nach diesem trockenen Sommer ist uns, glaube ich, einmal mehr bewusst worden, Klimaerwärmung findet statt, wir müssen handeln und es gibt die Ebenen, die zu bearbeiten sind, das ist der Verkehr, das ist zu, soll ich sagen, einem Drittel, glaube ich, die Landwirtschaft, wo für die CO2-Emissionen verantwortlich ist, vom Ausstoß und es ist dieser Bereich, der auch bearbeitet werden muss und genau darum ist die Fairfood-Initiative jetzt genau im richtigen Moment, im richtigen Ort. Bleiben wir mal noch beim inhaltlichen Punkt. Schweizer Standards, also Schweizer Standards in der Schweiz, müssen Sie ja auch zustimmen, oder?
Absolut, oder ich will nur nachhaltige, gesunde und gute Lebensmittel. Genau. Aber lieber Berufskollege Kilian, ich achte dich und unterstütze auch viel, was du sagst und machst. Nehmen wir zwei, drei praktische Beispiele aus der Landwirtschaft. Unsere Kälber bekommen, bis sie 16 Monate alt sind, keine Spritzen. Da muss nichts gespritzt werden. Gehen wir in Länder, wo wir Fleisch importieren, Amerika, Argentinien, gibt es mindestens 15 Injektionen unterschiedlichster Prägung. Unglaublich. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dieses Land hier hat Wasser normalerweise mit viel Nachhaltigkeit. Wir sind das Wasserschloss Europas. Ich zweifle heute auch daran, vielleicht habt ihr die Rundschau gesehen, ich bin nicht einfach einer, der da euphorisch ist oder ein Klimalügner ist. Das sind verschiedene Punkte, aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Aber ist es dann fair, wenn wir Gemüse importieren aus Spanien, aus Italien und anderswo, wo das Wasser aus den Urreserven kommt? Das passt nicht für mich. Das geht nicht auf. Also der erste Punkt, Beispiel Fleisch. Zweiter Punkt, Urreserven geht nicht auf. Dritter Punkt, soziale Standards bei den Löhnen in anderen Ländern. Das ist unglaublich, unglaublich, was da alles passiert. Und ich bin der eine, der nicht einfach im Emmentalbauer ist, sondern die Möglichkeit hat, Außenpolitische Kommission, OSZE und noch vieles mehr, sehr oft im Ausland zu sein. Und ich schaue nicht Baudenkmäler und Kunstobjekte in Städten an, sondern für mich interessiert immer nur, oder vor allem die Landwirtschaft und deren auch Nachhaltigkeit. Und das zu kontrollieren und das gleichwertig zu haben, das ist nicht möglich, das wäre eine Lüge und wäre auch nicht fair unserer Landwirtschaft gegenüber. Das ist mein großes Problem. Darf ich kurz reagieren? Also das war ja jetzt eigentlich ein Werbespruch für die Fairfood-Initiative, oder? Die Unterschiede aufgezeigt, die es gibt. Aber es gibt halt auch im Ausland eine Landwirtschaft, die nicht die Kälber in den ersten paar Monaten, Wochen sehr viele Spritzen erhalten. Es gibt auch eine nachhaltige Landwirtschaft in Europa, in anderen Ländern der Welt. Der größte Teil, die Schweiz muss ja fast die Hälfte der Nahrungsmittel importieren. Also die Schweiz ist dicht besiedelt. Wir sind ein Alpenland. Wir haben sehr viele Einfamilienhäuschen gebaut auf dem Kulturland. Jetzt haben wir nicht mehr die Möglichkeit, uns komplett selbst zu versorgen. Wir dürfen einen Teil importieren und genau bei diesen Produkten, die wir importieren, sollten wir eben auch besser hinschauen. Und das heißt nicht, dass wir fordern nicht Schweizer Standards für Importprodukte. Das steht nirgendwo in der Initiative. Es gibt Presseartikel, die das kolportiert haben, aber das steht nicht in der Initiative. Wir möchten uns an international gültigen Nachhaltigkeitskriterien, beispielsweise der UNO, orientieren. Oder es gibt dann auch noch andere Möglichkeiten, wenn wieder Bund eingreifen könnte. Eins wurde bereits erwähnt, über die Direktzahlungen im Inland und selbst bei Aushandlungen von Freihandelsverträgen. Das heißt nicht, wenn Schneider-Ammann nach Südamerika geht und etwas aushandelt, heißt das noch nicht, dass die alle Zölle auf Null gesenkt werden. Das ist immer ein Aushandeln, wie viel, zu welchem Tarif. Ich glaube nicht, dass es einmal so weit kommen wird, dass wir Null Zoll haben werden zwischen allen westlichen Ländern. Es wird wohl immer gewisse Schranken geben und genau dort, wenn solche Geschäfte abgehandelt werden, wenn dort die Nachhaltigkeit eben auch ein Kriterium ist. Das ist unser Anliegen. Beispiel, vielleicht noch kurz ein Beispiel, die EU importiert ja seit Jahren kein Hormonfleisch mehr von Tieren, die mit Hormonen behandelt wurden. Ist zwar möglich, ist WTO-konform umsetzbar. Ja, es gibt weitere Beispiele wie irgendwie Hundefleisch, Robbenfleisch, was auch immer. Das wird ja alles auch nicht importiert.
Ihr Widerspruch. Also im Initiativtext heißt es hier nicht, dass die ausländischen Lebensmittel anderen Standards genügen müssen. Und das ist ja entscheidend. Ich bin 10 Jahre außenpolitische Kommission und spezialisiert für Freihandelsabkommen mit der sogenannten Biodiversität und Nachhaltigkeit. Und da muss ich einfach sagen, das ist immer so schön, nice to have, Landwirtschaft in bengalischer Beleuchtung, am Schluss sagt man ja. Und wenn es dann um die Nachhaltigkeit und die Kontrolle der Nachhaltigkeit geht, merke ich nichts mehr. Und das ist das große Problem und die Initiative soll innerhalb von 2 oder 3 Jahren umgesetzt werden. Also wo nehmen wir diese 45% her plötzlich? Es heißt auch, man soll aus bäuerlichen und kleinen Betrieben, was importieren wir vor allem? Soja, Futtergetreide, Früchte und so weiter. Also diese Betriebe, die haben mindestens 1000 Hektar, das sind kleine Betriebe, oder? Wo nehmen wir das her? Also das ist schon gar nicht möglich und von dem her nicht vergleichbar und das ist mein springender Punkt. Da im Inland, völlig klar, aber wir wollen dort nicht plötzlich gleich sein und sind überhaupt nicht gleich. Das sind wir nicht. Verstehen, was ist nicht möglich? Also die Übergangsbestimmung sagt, muss in 3 Jahren umgesetzt sein, oder? Das heißt ja nur mal, dass die Verfassung, dass der Verfassungstext genommen ist. Das ist das eine, aber es ist nicht möglich, dass argentinisches Soja Schweizer Soja gleichgestellt werden kann, weil so viele Unterschiede sind. Oder das Schweizer, das Schweizer Nahrungsmais, also für die Nahrung der uns Konsumentinnen und Konsumenten, italienischem Mais gleichgestellt wird, wenn wir von den Wasserressourcen her schauen. Ist das ein ökologischer Blödsinn, wenn wir italienischen Mais beziehen? Die haben ja gar kein Wasser mehr. Das kommt aus den Urreserven. Wollen wir das oder nicht? Okay, ist denn das die Forderung? Also ich finde, dass das nicht die Forderung ist. Ja, was ist dann die Forderung? Und ich finde auch gut, dass Sie mal endlich die Futtermittel ansprechen, weil ich eine ketzerische Frage stelle. Können wir den Punkt erst noch klären? Danach gleich. Was ist denn, weil wir haben, ja, nein, Sie nein, sagen, ich, das ist ich, nicht ich, die Forderung. Was ist Sie denn die Frage Forderung? Stellen. Danach gleich. Aber was ist dann die Forderung? Soll in Argentinien nach Schweizer Standards produziert werden? Nein, es soll nicht nach Schweizer Standards. Sondern? Nachhaltiger werden. Moment. Die Nachhaltigkeit soll gestärkt werden und ich gehe mit Resebi einig. Also die Initiative, wenn sie denn angenommen würde, was natürlich sehr toll wäre, muss noch durchs Parlament und ja, eure Parteien. An die Westmesser, ja, weil also nicht im Negativen. Moment. Die Initiative ist so offen formuliert und das Schlimmste eigentlich nach der Annahme ist, was dann noch von eurer Seite dann alles reinkommt oder rausgenommen wird. Also möglicherweise wird es sehr, die Gefahr besteht, dass es dann zahnlos wird, oder? Also die ketzerische Frage, genau. Das ist eine spannende Frage. Sicher. Also meine ketzerische Frage ist, wir importieren in der Schweiz gleich viel Futtermittel wie im Ausland. Also wir brauchen so viel Agrarfläche im Ausland, wie wir offene Ackerfläche haben, um hier in der Schweiz die dritthöchste Viehdichte zu haben. Und das ist eine Pfadabhängigkeit, das ist gewollt gewesen. Man hat in den 60er und 70er Jahren den Bauern gesagt, die schon damals nicht unbedingt von ihren Einkommen leben könnten, ihr könnt aufstocken, kauft doch Futtermittel zu. Aber wir haben in unserem Gesetz steht bodengebundene, also bodenabhängige Landwirtschaft. Und das wird immer mehr aufgeweicht. Ist nicht ein Betrieb, der vor allem importiert, ein Geflügelbetrieb, der nur importiert, eigentlich fast kein Land hat, dank den Ausnahmen im Gewässerschutzgesetz, ist es noch Landwirtschaft? Diese Fragen, das meine ich damit, meinte ich am Anfang. Wo ist die provokative Frage? Die provokative Frage, muss das so bleiben? Können wir zum Beispiel sagen, wir wollen vor allem eine graslandbasierte Landwirtschaft, weil hier ist der Standort ideal? Und müssen wir so viel Futtermittel unbedingt importieren? Können wir nicht auch weniger, dafür nachhaltiger? Und dafür vielleicht nachhaltig produziertes Fleisch. Und wen wollten Sie provozieren? Ich wollte damit, weil Sie so davon ausgehen, Sie kann Ihnen nur eine Antwort geben. Also ich möchte sagen, Sie haben auf Argentinien hingewiesen und das hat kein Betrieb. Das war ein anderes Thema, aber das ist jetzt... Nee, aber das geht darum. Also Frau Scharrer, wegen diesen Futtermittel. Seit 1993 hat praktisch jeder, oder jetzt ist es so, jeder Betrieb hat den ökologischen Leistungsnachweis. Darf nicht zu viel Dünger gesät werden? Stimmt, oder? Stimmt. Also Sie können Gülle exportieren. Was? Ja,
Nicht in die technischen Details. Nein. Sie müssen einmal zu mir auf den Betrieb kommen, dann schauen wir an. Wir haben auf dem Betrieb 13% ökologische Ausgleichsflächen, haben wir vor 1993 nicht gehabt. Das sind alles Flächen, die heute Graslandflächen sind. Wo in Europa sieht man noch Kühe weiden? In der Schweiz. Also Sie können nach Deutschland gehen, bis nach Dänemark fahren, ihr seht kaum mehr eine Kuh auf der Weide. Das ist so, das stimmt. Und wenn ich von der Ökologie her schaue, ich hatte vor 1993 hatte ich 4 Mehlschwalbennester, heute sind 150 belegte Nester. 150, also wir haben gewaltige Fortschritte gemacht, aber wir haben weniger Land, um Futtermittel zu produzieren. Das stimmt doch, das sehen Sie. Viel mehr ökologische Ausgleichsflächen, weniger Ackerflächen, das haben wir jetzt. Tut mir leid, ich kann dieser Diskussion nicht mehr folgen. Okay. Und die Zeit läuft uns langsam davon. Rindfleisch haben wir 80% Produktion in diesem Land, nicht Überproduktion, deswegen stimmt auch. Deswegen möchte ich, genau. Das ist genau. Das Hochstehenspublikum, die können wir nachfragen. Herr Berger. Ja. Ich als einfacher Konsument, ich bin ein Mikrokind und meist schaue ich, kommen die Äpfel jetzt aus der Schweiz oder nein, mal wieder aus Neuseeland oder die Tomaten, sind sie aus Schweizer Gewächshaus oder Holland oder Spanien, und wenn Spanien steht, dann krümmt sich mein Magen. Manchmal schaue ich aber auch nicht. Und als Konsument will ich doch eigentlich einfach mit einem guten Gewissen essen und einkaufen, unabhängig davon, wo hier das Lebensmittel kommt. Bietet die Fairfood-Initiative nicht genau diese Dienstleistung mir als Konsument, dass ich mich eigentlich nicht mehr darum kümmern muss, ist das jetzt in der Schweiz produziert oder ist es, weil ich sozusagen sicher sein kann, das entspricht sozialen und Umweltstandards, die irgendwie moralisch vertretbar sind? Also ich bin ein ausgeprägtes Coop-Kind, dann sind die Fronten hier schon mal geklärt. Sie sprechen unbewusst einen aus meiner Sicht der wundesten Punkte der Fairfood-Initiative an, und das ist das Gefühl der Vollgasko-Mentalität. Dass ich als Konsument sagen kann, jetzt habe ich ja zu dieser Initiative Ja gestimmt, jetzt wird mein Konsum am Tag nach der Initiative automatisch nachhaltig. Einfach kurz, um Ihr Beispiel aufzunehmen, der Schweizer Apfel, den Sie in der Migros, ich im Coop kaufen, der muss überhaupt nicht ökologisch sein. Sie haben überhaupt keine Gewissheit, wie lange dass der irgendwo gelagert war, mit welcher Energieeffizienz der hier gelagert wurde. Nur, dass er nicht aus Neuseeland kommt, heißt noch lange nicht, dass er ökologisch ist. Das ist das einzige Argument oder der einzige Bestandteil der Fairfood-Initiative, der mich selber wirklich nachdenklich stimmt und bei dem ich sagen muss, okay, das haben wir noch nicht in der Verfassung geregelt. Und ich muss zugeben, wenn rein diese Deklarationspflicht separat an die Urne gekommen wäre, dann hätte ich ein großes Problem, das abzulehnen. Also das würde ich ziemlich sicher annehmen. Oder? Ja. Und trotzdem stelle ich in Frage, oder ich kann bei einer Initiative immer nur das Gesamtpaket annehmen oder ablehnen. Und allein wegen diesem Punkt kann ich dem Ganzen trotzdem nicht zustimmen. Und einfach damit wir uns dessen bewusst sind, wenn wir jetzt Nein stimmen, heißt das ja nicht, dass die Produkte nach wie vor schlecht oder lückenhaft deklariert sind. Überhaupt nein, nicht. Also der Bund hat schon heute Instrumente in der Hand, dass er hier eingreifen könnte. Wir Konsumenten können das gerade von Coop, Migros, Aldi, Lidl, weil es halt die großen Player sind, einfordern. Und jetzt komme ich zum letzten und aus meiner Sicht wichtigsten Punkt dieses Arguments. Neu, seit einem Monat habe ich bei mir im Stadtberner Quartier wieder einen Quartierback, und neu habe ich jeden Samstagmorgen den Gemüsebauer aus der Region dort. Ich kann schon heute... Sie meinen, es sei unnötig. Ich kann schon heute ohne diese Initiative entscheiden, dass ich mein Gemüse und mein Obst künftig bei ihm kaufe. Genau, muss einfach sozusagen wahrscheinlich mehr zahlen. Aber das, ja, das aber dann weiß ich, dass es direkt zu Spiel kommt, oder? Ja. Eine, also Sie sagen, die bessere Information der Konsumentinnen oder Konsumenten, da würden Sie zustimmen, oder? So habe ich es richtig verstanden. Sie, aber das bringt Ich bin ein von Grund auf liberal eingestellter Mensch. Und das heißt, dass ich mit meinem Handeln das Gegenüber beeinflussen kann und dass ich Verantwortung übernehme. Aber dass ich mich frei entscheiden kann, setzt voraus, dass ich die Informationen habe, mich zu entscheiden. Jawohl. Und die habe ich heute nicht in jedem Bereich, gerade nicht bei den Lebensmitteln. Das wäre eigentlich eine Korrektur eines Marktversagens, oder dass die Initiative hier bringen würde. Weil wir schlecht, also Konsumentinnen und Konsumenten im Prinzip
schlecht informiert darüber sind, was sie eigentlich kaufen. Was waren die Produktionsbedingungen? Ich möchte Herrn Baumann noch fragen, als Vertreter des Initiativkomitees. Von gegnerischer Seite, das wurde jetzt bis jetzt noch gar noch nicht ins Feld geführt, wird ja gesagt, also einerseits, es bringt nicht viel, weil wir haben in der Schweiz bereits die Möglichkeit, diese Produkte zu kaufen, wenn wir sie kaufen wollen. Es gibt entsprechende Labels, das ist das eine. Der Punkt, auf den ich aber hinaus möchte, ist die Frage, wenn wir an importierte Lebensmittel und 50% aller Lebensmittel in der Schweiz importieren wir, also 50% dessen, was auf unseren Tellern landet, ist irgendwo durch einen Zoll oder eine Landesgrenze, meist mit dem Flugzeug wahrscheinlich, transportiert worden. Auf die 50%, da möchten wir genau dieselbe Gewissheit haben, dass sie unseren Standards genügen, wie wir sie in Gesetzgebung und Verfassung und so weiter Genüge tun wollen. Und das führe aber zu Konflikten, und zwar zu Konflikten mit den Handelspartnern, mit der Europäischen Union, mit vor der Welthandelsorganisation. Ist das nicht ein kritischer Punkt? Also sozusagen wir, die kleine Schweiz, 1% der Weltbevölkerung, das ist doch irgendwo schön, aber illusorisch. Gut, es wurde ja bereits erwähnt, es gibt die Studie der Uni Bern, wo sagt, die Fairfood-Initiative ist WTO-kompatibel, umsetzbar. Auf diesen Punkt hin, wo haben wir auch bereits im Parlament, den Bundesrat wurde bereits gefragt, ist diese Initiative umsetzbar, kann der Bundesrat dies bestätigen? Der Bundesrat hat dies bestätigt, die Initiative kann WTO-kompatibel umgesetzt werden. Also von dem her, es ist Interpretationsspielraum. Oder? Ja. Und vielleicht noch zur Bevormundung der Bürger, oder die immer etwas ins Feld geführt wird. Der letzte Punkt nochmals, ja. Genau. Was wir in der Schweiz erreicht haben an ökologischer Landwirtschaft und die Labels und so, das hat nicht die Wirtschaft gedacht, ah schön, machen wir doch etwas alleine von sich aus, sondern dann hat auch immer sehr viel Druck aus der Bevölkerung, sehr viele Leute, die sich dafür eingesetzt haben, jahrelange Arbeit, sei es im Tierschutzbereich, sei es, weiß nicht was, Gewässerabstände, dass man hier in der Aare baden kann. Es gibt hunderte Beispiele, wo Leute gekämpft haben, dass sich die Situation verbessert hat und an diesen Punkt gekommen sind, wie wir ihn in der Schweiz haben. Mit gewissen Ländern der Welt ist der viel besser, aber es gibt immer noch sehr viele Punkte, die es zu verbessern gibt, die auch bereits eben angesprochen wurden. Und vielleicht noch kurz, um zurückzukommen, über die Futtermittelimporte. Also es ist völlig unsinnig, Futtermittel aus Brasilien, zuerst zum Hafen in Brasilien, dann über das Meer nach Rotterdam runter auf Basel und dann in die Schweiz und in der Schweiz in einer Anführungszeichen Tierfabrik zu verfüttern, um Fleisch zu produzieren. Das ist klimapolitischer völliger Wahnsinn. Ich glaube, da müssen wir nicht. Was ist dann deine Lösung? Weniger Fleisch essen, einmal weniger pro Woche, zweimal? Die Lösung ist, ja, muss in diese oder in Richtung Deutschland einkaufen. Genau, eine Lösung, der oder? Bund, ich sage nicht, wir wollen irgendetwas verbieten oder so, aber es darf nicht mehr sein, dass wir die Fleischproduktion subventionieren, wie wir es jetzt machen, sondern dass wir die nachhaltige Landwirtschaft subventionieren. Das ist der Punkt. Ich möchte ganz kurz korrigieren. Es wurde gesagt, dass die Initiative klar WTO-konform sei. Das steht so nicht in dieser Studie. Der Punkt ist, dass der Initiativtext, das wurde vorhin selber gesagt, enorm offen formuliert ist. Und man weiß überhaupt nicht, welche Anforderungen sollen dann an die Importe gestellt werden, damit die Initianten zufrieden sind. Ich glaube, diese Frage könnte man heute Abend gar nicht beantworten. Und erst wenn man weiß, welche Vorgabe man auf Importe machen möchte, erst dann kann man die Frage beantworten, ob es WTO-konform ist oder nicht. Und die Studie führt jenste Beispiele auf, in denen es nicht funktioniert hat, ein Handelshemmnis WTO-konform zu machen. Und wir haben nicht nur die WTO, wir haben auch die EU. Und mit der EU haben wir zwei bilaterale Rahmenabkommen und in beiden ist die Landwirtschaft drin verankert. Und dort steht klipp und klar in der gleichen Studie, dass wir beim Käsemarkt einen absoluten Nullspielraum haben. Wir dürfen dort
absolut keine zolltarifarischen Differenzen mehr machen, von was für einem Käseprodukt wir hier sprechen. Also dort ist die Initiative in einem ersten Punkt schon mal klipp und klar nicht umsetzbar, weil sie wirklich gegen internationale Verträge verstößt. Jetzt wurde die Studie der Uni Bern zweimal angesprochen. Frau Scharrer, Sie haben Vorarbeiten geleistet für dieses Rechtsgutachten. Sie haben nicht das Rechtsgutachten selber erstellt. Könnten Sie Ihre Einschätzung zur Situation noch mitteilen? Zur Frage, ist die Fairfood-Initiative WTO-kompatibel umsetzbar, ja oder nein? Der Bundesrat hat ja in seiner Botschaft gesagt, wahrscheinlich nicht. Führt wahrscheinlich zu Konflikten. Das ist revidiert worden, also da gebe ich Herrn Baumann recht. Okay. Das wurde ja dann groß diskutiert, weil es ist eine längere Diskussion, das hat schon am Anfang angefangen, als sie lanciert wurde, und die Studie wurde ja dann erst geschrieben, nachdem sie lanciert wurde, und das wurde auch schon revidiert. Von dem her, man muss es natürlich schon clever machen, aber das ist dann die Aufgabe der Juristen und die Möglichkeit. Es gibt einfach einen Spielraum und den muss man ausnutzen. Okay, das ist einfach, es wäre nicht korrekt, wenn man sagen würde, es ist total problemlos, aber es ist machbar. Prinzip, okay, es gibt nicht irgendwie ganz grundsätzliche Hindernisse. Ja, jetzt Herr Ebi. Also im Abstimmungsbüchlein, darum habe ich das mitgenommen, sagt genau der gleiche Bundesrat, der scheinbar einmal gesagt hat, das sei umsetzbar. Konflikt mit internationalen Abkommen, eine riesen Abhandlung, er sieht überall Probleme. Diese Probleme sehe ich auch. Noch zum Futtermittelimport. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Telgel importiert und importiert. Wir sind beim Geflügel bei etwa 60% Inlandproduktion. Für mich ist das fertig. Und der Rest wird importiert. Und darum müssen wir auch ein genaues Auge darauf haben, was das für Betriebe sind, wie das produziert wird und ob das eine Nachhaltigkeit hat. Aber es kann dann auch nicht sein, dass wir da durch all das teurer werden und am Schluss gehen alle Richtungen Weil am Rhein und überall und kaufen dort ein. Weil diese Konsumenten haben wir auch. Ich möchte jetzt an dem Punkt, sonst sprechen wir die ganze Zeit über Nahrungsmittel bzw. Futtermittelimport, an dem Punkt Ihnen, geschätztes Publikum, die Möglichkeit geben, nochmals Fragen zu stellen, auch an Herrn Fischer, der hier vorne bei uns sitzt, Fragen zu stellen an die Podiumsteilnehmenden, an Herrn Fischer. Wo möchten Sie gerne nochmals hören? Das habe ich nicht verstanden, das möchte ich nochmals genauer wissen. Wie sehen Sie das? Wir haben ein Saalmikrofon. Bitte geben Sie uns doch mit einem klaren Handzeichen zu erkennen, wenn Sie eine Frage haben. Wir haben gerade eine erste Wortmeldung hier vorne. Ja, herzlichen Dank. Hier ist Ingrid Heindorf. Ja, vielleicht nicht vor die Nase. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Hier ist Ingrid Heindorf, World Future Council, Stiftung World Future Council. Ich arbeite zum Thema Agrarökologie und verfolge diese Diskussion. Das ist sehr interessant. Ich hätte ein paar Punkte. Also meine Frage ist, inwieweit die beiden Initiativen dazu beitragen, dass ich zum Beispiel als Konsument, ich bin auch Coop-Kind, inwieweit ich dort Lebensmittel kaufen kann, die bio sind, regional und die preislich sich in dem Bereich befinden, dem sich ein Durchschnittsmensch leisten kann und die zugleich die sozialen und die Umweltstandards respektieren. Es gibt halt eben, wie Frau Schaffner gesagt hat, das Problem, dass eben viele Leistungen, die durch die Produkte, die wir kaufen, nicht sichtbar sind im Preis. Und dazu gehören eben vor allem die Umweltleistungen, aber eben auch gesundheitliche Aspekte zum Beispiel oder soziale Standards. Also für mich ist die Frage, inwieweit kann der Preis wird der Preis der spiegelt der Preis, nachdem diese Initiativen angenommen worden sind, hoffentlich, inwieweit wird der Preis der Produkte, die ich täglich kaufe für meine Nahrung, sichtbarer machen, dass da eben, inwieweit ist das ein wahrer Preis von dem, was dieses Lebensmittel ist? Also es ist nicht nur Lebensmittel, es ist auch ein soziales Konstrukt, es bietet Arbeit für Leute und es macht, umweltlich. Darf ich halt ganz kurz fragen? Ja. Möchten Sie als Konsumentin wissen, wie sich Ihr Preis zusammensetzt? Nein. Oder möchten Sie? Also ich möchte gern
in den Supermarkt gehen, möchte ein Produkt kaufen, zu einem fairen Preis, den für mich als Konsument fair ist, aber dieser Preis soll im Verhältnis widerspiegeln, was dieses Produkt ausmacht. Ist es 1000 Kilometer um die Welt geschlichen oder wurde es vor der Haustür produziert? Wenn es vor der Haustür produziert wird, wurde fair bezahlt? Okay. Inwieweit ist es umweltlich positiv? Sie wollen mehr Informationen über das Produkt, wie es hergestellt wurde, wo es hergestellt wurde. Ich will auch, dass das in dem Preis, also genau, ich kann natürlich, Sie hatten vorhin gesagt, zum Beispiel, wenn ich Bio kaufe, muss ich mehr zahlen. Okay. Aber das Problem ist, dass die Umweltdienstleistungen nicht in diesem Preis wiedergespiegelt werden. Und die Frage, an wen möchten Sie die richten? Ich möchte gern wissen, was die Initiativen zu diesem beitragen, zu dem True Cost Accounting, das ist eine... Von wem möchten Sie eine Antwort? Ich möchte, wenn möglich, von dem, der dazu eine Antwort weiß. Fragen wir doch. Also ich kann vielleicht den kurzen Satz sagen dazu. Das wäre natürlich schön, wenn wir so weit kommen würden, also dass wir einmal die verursachten Umweltschäden, die von Produkten ausgehen, oder auch, ich denke an den Verkehr oder so, wenn jemand von Bern nach Deutschland einkaufen geht, weil dort ein Produkt eben günstiger ist, wenn da noch die Umwelt, den Umweltschaden abgebildet würde, das wär sicher super. Aber politisch, ich bin ja immer dort, was ist politisch möglich und wo sind die politischen Mehrheiten? Und ich bin mehr am Punkt, wie ich erwähnt habe, vielleicht den Fleischkonsum nicht mehr staatlich fördern, subventionieren, vielleicht den Pestizideinsatz nicht mehr subventionieren. Ich bin mehr in diesem Bereich am Arbeiten, oder? Also das ist meilenweit entfernt, wo Sie sind mit Ihrer Frage. Befriedigende Antwort? Befriedigende Antwort? Ja, er drückt es natürlich so aus, dass wir derzeit über das politisch Machbare reden und nicht über das, was wir machen sollten. Also wir haben vom Grasland... Ah, ganz kurz, weil wir müssen dann das Publikum weiter... Wir haben vom Grasland Schweiz gesprochen. Es gibt kaum ein Rindfleisch in Europa und in der Welt, das mit so viel Gras produziert wurde. Da liegen Sie völlig richtig, wenn Sie das kaufen. Danke. Ganz kurz. Ich möchte nur noch zu den Preisen sagen, und ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist. Es wird ja viel von Preisen diskutiert, in beiden Initiativen, es wird teurer. Wir geben im Vergleich zu früher viel weniger für Lebensmittel aus. Wir sind jetzt irgendwie bei 8% vom Warenkorb. Und man muss sich... Eben, dann müsste man sich mal fragen, wie viel sind uns, und da spreche ich jetzt mal die Konsumenten an, denn die Lebensmittel wert und sind wir auch bereit, das zu zahlen, was sie uns wert sind. Und reden wir nicht nur von Landwirtschaft, vielleicht auch von Agrikultur. Und da muss man sich überlegen, ob man da eine Verschiebung auch macht. Wenn man jetzt Ihre Forderung von der Internalisierung der Kosten, das würde ja auch zur Folge haben, dass ökologisch und biologisch produzierte Lebensmittel günstiger werden und nicht ökologisch produzierte Lebensmittel würden teurer, weil da sind die Kosten drin. Wir haben die nächste Frage. Vielleicht noch kurz vorher, falls jemand vom unteren Raum eine Frage hat, können Sie gerne hier nach oben kommen und dann erhalten Sie auch das Mikrofon. Guten Abend. Ich möchte eigentlich nur gerne mal an den Biobauern eine Frage stellen. Mich interessiert das schon sehr, sehr lange. Ich muss nachhalten, okay. Wie viel von den deutlich höheren Kosten kommen denn eigentlich bei Ihnen an? Also wenn jetzt ein Kilo Tomaten doppelt so viel kostet, wenn ich es bio kaufe, wobei ich überzeugt bin, dass es nicht ökologisch wäre, wenn ich es aus der Schweizer Produktion kaufe. Es ist hier immer vom CO2-Ausstoß her problematischer, als wenn man es kauft aus einem Land, wo es unter Planen wächst. Aber das ist jetzt was anderes. Wie viel kommt bei Ihnen an und wie viel bleibt beim Coop? Weil mich verärgert das nämlich. Ja, mich hat das auch immer verärgert. Darum, also für meinen Betrieb gesprochen, ich bin 100% Direktvermarkter. Also ich produziere Rindfleisch und ich vermarkte alles direkt an Privathaushaltungen, also ich kann auch den Preis selber festlegen und habe nicht 100%, ich brauche auch einen Metzger und Leute, die das Fleisch schneiden und verpacken und so, aber ein großer Teil kommt bei mir an. Aber es ist so, wie Sie erwähnen, es bleibt sehr viel bei diesen sehr vielen Betrieben, die natürlich in den Großverteiler liefern müssen, bleibt sehr viel Marge auch beim Detailhändler
hängen, beim Großverteiler hängen. Und da ist man als Bauer natürlich immer etwas ausgeliefert. Und da gilt es auch, die Machtposition der Bauern etwas zu stärken. Ja, also das finde ich zum Beispiel sehr bedenklich. Also ich sehe ja, dass in der Schweiz ganz, ganz viele Leute wirklich bereit sind, viel Geld zu bezahlen für gute Lebensmittel oder was sie hoffen, was gute Lebensmittel sind. Und ich glaube, dass wir da vielen Irrtümern aufsitzen. Also die Preise spiegeln, ich glaube, das wollten Sie vorhin auch sagen, die Preise spiegeln irgendwie nicht wider, was wir tatsächlich kaufen. Wir wünschen uns was, aber wir bekommen das gar nicht. Qualität der Nahrungsmittel. Habe ich das Gefühl, dass beide Initiativen da endlose Wunschlisten aufstellen und das ist gar nicht notwendig. Man müsste nur die wirklich normalen Sachen, die jetzt schon im Gesetz stehen, einfach mal durchsetzen. Ich bin zum Beispiel Tierärztin. Das mit dem Tierschutz, absolut, das ist eine Illusion. Das muss jeder hier wissen. Die Schweizer Tierproduktion ist zwar besser als die im Ausland, aber sie ist weit, weit, weit weg von dem, was jeder hier im Raum sich vorstellen würde, wie ein Tier gehalten werden muss. Entschuldigung. Nö, ist gut. Tierschutz ist etwas, was nur von der Fairfood-Initiative behandelt wird. Genau. Wir haben die Gesetze schon. Die Gesetze sind super in der Schweiz, aber sie werden nicht durchgesetzt. Es kontrolliert niemand oder ganz wenig. Das stimmt nicht. Das stimmt jetzt wirklich nicht. Ihre Erfahrung? Ja, ja, klar. Wir haben jährlich Kontrollen über die integrierte Produktion. Der Tierschutz kontrolliert die Schweine. Das Mandat ist beim Tierschutz für viele Labels. Also wir haben unangemeldete Kontrollen. Das, was Sie sagen, Sie haben sehr viel Gutes gesagt, das stimmt nicht. Und zu den Marschen, ich bin nicht Fan von Avenir Suisse. Aber am 6. Januar haben Sie in Münsingen gesagt, dass die Marge der zwei großen orangen Riesen da, wo die zwei einkaufen, 40% sein soll. Ich glaube es ja nicht, aber die haben es gesagt. Also wir können heute alle Probleme nicht lösen. Ich möchte eines aufgreifen, das ist die Eigenverantwortung. Und ich möchte, die Konsumenten haben Eigenverantwortung, dass man selber hinschaut, sich orientiert. Die Bauern haben es auch. Ich bin Bauer, ich bin seit 38 Jahren Bauer, 28 Jahre Biobauer. Ich komme aus einem Sektor, da sind die Grenzen schon lange offen. Wir haben uns in den Arsch gekneift auf Berndeutsch und wir sind Direktvermarkter. Wir hätten vor 20 Jahren unser Einkommen nie mehr erzielen können. Wegen Steillagen, wegen der Topografie. Und es muss ein Bioprodukt nicht teurer sein. Wir haben viele Weine im Handel vom Ausland, von Argentinien. Es wird sogar in den großen Riesen schon solche Weine verkauft. Wir können da lange jammern und stänken, da hilft uns niemandem. Da ist die Eigenverantwortung bei den Bauern. Sie nehmen sie auch wahr. Wir haben 11% mehr Direktvermarktungsanteil. Dort liegt das Einkommen. Dass aus diesen 48 Rappen Milchpreis, das man erzielen kann, selber Produkte herstellt, wieder regional etwas einsetzt, dort liegt noch viel Geld darin. Und ich habe das bei Jugendlichen eben gesagt, wenn man nicht zu viel Sackgeld zahlt, dann werden sie faul und wohnen noch mit 40 zu Hause. Und die Bauern, die haben dort Bedarf, etwas zu tun. Das andere möchte ich noch ansprechen, die Schweizer Landwirtschaft ist nicht heilig. Ich bin auch in einem Initiativkomitee, das kommt dann nächstes oder übernächstes Jahr, weil die Bevölkerung hat ja ein bisschen einen Frust. Wir müssen nicht so tun, als alles wäre in Ordnung. 4 oder 5 Initiativen kommen nicht von ungefähr. Man ist erbost, man ist fraglich, man ist nicht mehr einverstanden. Ich verstehe, Herr Ebir, er hat sicher einen super Betrieb, ich kann meinen auch auf den Tisch legen, aber Gesamtschweiz ist nur ein Thema, 30% oder 40% zu viel Gülle. Das fällt nicht beim Ihnen an, aber das ist ein Gesamtproblem der Landwirtschaft. Und diese Initiativen versuchen, solche Sachen zu lösen. Kein Soja aus Argentinien, weniger Fleisch produzieren, weniger Gülle, das wäre mal ein Ansatz. Wir können nicht global mit einer Abstimmung alles lösen. Das ist Utopie. Aber wir müssen darüber sprechen und die Meinungsbildung fördern und nicht einander Sachen zuschieben. Aber wir stehen jetzt ja kurz vor der Abstimmung. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, beide Initiativen, die tragen zur Lösung akuter Probleme bei. Einmal ja. Es gibt wenigstens einen Druck, dass etwas passiert. Weil die nächsten Initiativen machen vielleicht noch mehr Druck. Weil die Probleme sind nicht gelöst. Wenn man ehrlich ist, wenn Herr Ebi ehrlich ist, sind, glaube ich, 14 Punkte. Da spricht man seit 2014 darüber. Die sind nicht gelöst. Zum Abschluss noch ganz kurz. Ich bin im Moment in einem Schreiber mit Ämter. Ja. Es ist nicht so.
wir haben Gesetze, es wird nicht vollzogen. Wir sind 20 Jahre dran, es wird immer noch verbotene Mittel ausgebracht in der Landwirtschaft, in Fassungszonen 1 und 2 von Trinkwasserfassungen. Das wird vom kantonalen Amt weitergeschoben an das Pflanzenschutzamt, es passiert nichts. Wir hätten die Gesetze, die Tierärztin hat recht, aber es wird wirklich nichts umgesetzt. Darum haben wir diese Probleme. Also, Evi wurde angesprochen, Herr Berger und Frau Scharrer wollten sich auch noch äußern. Ist das in Ordnung? Okay. Ja, ich wurde angesprochen. Also, wenn es Probleme sind, geschätzte Berufskollege, dann legen Sie das auf den Tisch, dann gehen wir denen nach. Es ist einfach so im Publikum zu sagen, was alles nicht gut ist. Landwirtschaft bewegt immer. Bewegt immer. Sei es Trump, Putin oder alle, die zusammenkommen, am Schluss ist die Landwirtschaft das Problem. Denn es ist ein ganzheitliches Denken. Ihr seid alle mit drin in dieser Landwirtschaft. Wenn ihr auf dem Klo spült, ist die ganze Sache erledigt für euch. Und dann ist das Problem bei uns. Stimmt nicht. Ihr alle da drinnen, ihr seid mitbeteiligt. Ich schaue immer, was da für Nistmöglichkeiten von den Vögeln bestehen, in Bern noch für Schwalben. Unglaublich, unglaublich. Okay. Halbe. Mit Anzeigen, mit Prozessführung, Geld ausgegeben für Prozesse und in den 25 Jahren ist rein gar nichts. Was ist denn das für ein Rechtsstaat? Aber bleiben wir doch. Ja, gut. Darf ich die Diskussion in die bilaterale Diskussion im Anschluss an die Veranstaltung verlagern? Wunderbar. Geht das ganz kurz? Ja, ich probiere. Ganz kurz. Ich möchte das bestärken, was Sie gesagt haben. Und ich finde, ich möchte etwas Allgemeines sagen. Beide Initiativen zeigen einen wunden Punkt, nämlich dass wir also eine Landwirtschaft haben, die total der industriellen Logik nach immer mehr Wachstum, nach immer mehr Produktivität und Kosten spart. Und das ist nicht immer im gleichen Paket zu haben. Und wir haben das auch im Verfassungsartikel. Da steht sowohl auf dem Markt ausgerichtet als auch ökologisch. Und zuweilen müssen wir zugeben, das ist ein Zielkonflikt. Und diese vielen Initiativen, die jetzt kommen, die sprechen das natürlich an. Und wir müssen auch sehen, dass wir, also ich probiere es einfach zu sagen, wir haben durch diese Logik, die wir seit 40, 50, 60 Jahren verfolgen, offene Stoffkreisläufe. Wir importieren vom Ausland und produzieren hier und haben dann hier zu viel Gülle. Und diese Probleme müssen wir lösen langfristig. Das werden die großen Herausforderungen vom ganzen Ernährungssystem sein, dass wir das im 21. Jahrhundert auf die Reihe kriegen. Und diese Initiativen, ich sage nicht, sie sind in jedem Punkt makellos, sind ein Anfang zu einem Wechsel dieses Agrarregimes oder sagen wir besser des Ernährungssystems, das als Ganzes nicht nachhaltig ist. Das war jetzt auch nochmal ein Plädoyer, zweimal ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Ein Satz, okay, und dann aber die junge Dame unbedingt. Oder wenn der kleinste Zweifel daran besteht, ob etwas, was ich in die Verfassung schreibe, so korrekt ist oder nicht, dann lasse ich es sein. Und einfach zur Erinnerung, das haben wir vorhin auf der Folie gesehen, die Ernährungssicherheit wurde im September 2017 vom Volk angenommen und man kann nicht erwarten, dass sie im September 2018 umgesetzt ist. Gut, das waren jetzt drei Sätze, aber okay. Danke, okay. Nein, wir sollten es nicht sein lassen. Und warum? Wir haben jetzt eine komplexe Diskussion gehört. Wir haben uns zum Teil in Details verstrickt, die für uns alle zum Teil schwer verständlich sind. Ich habe meine Bachelorarbeit kürzlich abgegeben. Ich habe sie über Landwirtschaft und Agrarpolitik geschrieben. Ich habe mich lange mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich bin für beide Initiativen. Die Initiative für Ernährungssouveränität befasst sich mit dem Inland, mit der landwirtschaftlichen Produktion und dort gibt es große Probleme, das sehen wir alle. Die Fairfood-Initiative ist eine Lebensmittelinitiative. Sie geht auch bis zu den Importen, also nimmt auch das Ausland mit ein. Und warum ich ja sage zu beiden Initiativen, ich möchte, dass mein Steuergeld in den Direktzahlungen auch so eingesetzt wird, dass eine nachhaltige Landwirtschaft gefördert wird. Und ich möchte nicht, dass der Zustand so, wie er heute ist, bleibt, weil der reicht nicht. Das ist nicht nachhaltig, die Umweltziele sind nicht erreicht, die sozialen Ziele sind nicht erreicht, die Bauern haben nicht ein gerechtes Einkommen. Sonst müssen diese Initiativen nicht lanciert werden. Ich möchte noch weiterfahren. Also, kurz, ganz kurz noch, kommen Sie zum Abschluss. Es gibt ein paar kritische Punkte, aber ich finde es viel kritischer, die Initiativen abzulehnen.
weil, und zwar die Fairfood-Initiative, die mir besonders am Herzen liegt, sie fordert nichts, was nicht selbstverständlich sein sollte. Das sollten wir uns mal bewusst werden. Sie fordert fair produzierte Lebensmittel, und zwar im In- und Ausland. Sie fordert umweltfreundliche Lebensmittel. Das wollen wir doch alle. Und sie fordert auch regionale Lebensmittel. Der Import findet statt, das ist allen klar, das können wir nicht verhindern. Aber warum sollten dort nicht auch faire Handelsbeziehungen gelten? Warum sollten dort nicht auch Mindestanforderungen gelten? Das sind nicht einmal Schweizer Standards, was gefordert wird. Ihnen, Herr Abbey, eine Frage stellen? Der letzte Satz ist der entscheidende. Das sind nicht Schweizer Standards, die dort gefordert werden. Akzeptiere ich nicht, geht nicht. Man spricht ja von Gleichwertigkeit. Haben Sie in Ihrer Bachelorarbeit auch mit berücksichtigt, dass in diesem Land in den letzten 10, 20 Jahren die Bevölkerungszahl von 6,5 auf 7, 7,5, 8 Millionen, 8,5 geht so weiter, dass das auch einen großen Einfluss auf diese Landwirtschaft hat, wo der Boden immer wie schmaler und enger wird und es für uns immer wie schwieriger wird. Haben Sie das auch mit berücksichtigt? Also Sie haben zwei Punkte angesprochen. Das eine sind die Schweizer Standards. Sie sagen, es genügt nicht, Mindeststandards zu fordern. Warum fordern wir denn nicht einmal die Mindeststandards, um überhaupt etwas zu haben? Was spricht dagegen, wenn Sie sagen, die Schweizer Standards sind besser? Warum sollten da nicht die anderen Standards mindestens gefordert werden? Ich habe die Beispiele gebracht. Ja, nicht möglich. Ich bin nicht einverstanden mit Ihnen. Und zweitens, die Bevölkerung hat zugenommen, ja. Aber warum wir weniger Land haben? Weniger Landwirtschaftsland, das ist ganz klar die Zersiedelung. Und ja, gut. Genau. Gut. Und das ist nicht die Bevölkerung, die zugenommen, nicht nur. Also klar, wir können das nicht ausschließen, aber es ist nicht nur die Bevölkerung. Und der größte Faktor ist, weil wir einfach zu viel und zu zerstreut gebaut haben. Das hat eigentlich aber jetzt nichts mit den beiden Initiativen zu tun, weil ich finde, wir müssen die beiden annehmen. Es braucht einfach eine Veränderung in der Landwirtschaft. Vielen Dank für das Votum. Ich möchte ganz kurz eine letzte Runde machen und fragen, wer möchte sich noch kurz einbringen? Und zwar einfach mit Blick auf die Uhr, um Sie nicht länger, als Sie möchten, hier sozusagen festzuhalten. Dann würden wir die Fragen gleich sammeln. Und ich bitte Sie, sie möglichst kurz zu formulieren und nach Möglichkeit an jemanden zu stellen, damit man dann gleich reagieren kann. Also, kurze Frage. Wer möchte sich nochmals kurz einbringen, und mit Handzeichen, damit Frau Schüppach das sehen kann. Der Herr hier vorne, die Dame hier vorne und der Herr da in der Mitte. Dürfen wir Sie gleich zuerst dran nehmen, dann der Herr da vorne und zuletzt noch was, die Dame. Ja. Ich habe keine Frage, sondern eine Bemerkung. Ja. Ist das auch möglich? Ich möchte darauf hinweisen zur Taktik bei dieser Abstimmung. Ich habe festgestellt, dass der Bund die Abstimmungen bestimmt, was wann zusammen und wie abgestimmt wird. Ja. Und wir haben da zwei Initiativen zum selben Thema, die unterschiedlich sind. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Taktik ist, indem man eine eigentlich relativ klare Initiative, wie wir gesehen haben, die Fairfood-Initiative, zusammen mit einer eher unklaren Initiative, die Ernährungssouveränitätsinitiative, zusammenfügt, um dann ein bisschen Verwirrung zu stiften und da die Leute so fest zu verwirren, dass sie dann einfach Nein sagen. Okay, das ist eine gewagte Vermutung, aber vielen Dank für den Beitrag. Kann man da etwas dazu sagen? Ich würde, wir sammeln zuerst und dann frage ich Sie dann nochmals, ob Sie auf bestimmte Punkte noch reagieren möchten. Der Herr noch. Grüezi, ich bin eben der Meinung, die Schweiz ist schon lange viel zu fest zubetoniert. Und dort hätte man schon lange etwas ändern sollen. Das Schweizer Volk will schon lange nicht mehr, dass wir immer noch mit Zuwanderung haben. Und was machen unsere Pensionskassen? Sie nehmen dem Volk das Geld weg und tun das Land immer noch mehr zubetonieren. Ich finde, man sollte mal dort etwas anfangen. Weil ich finde, das Land sollte wieder als Allgemeingut angeschaut werden und nicht privatisiert werden. Und sollte jeder, der in der Schweiz wohnt, quasi einen Anteil von dem Boden, den er braucht, müssen an die Gemeinschaft, von der Gemeinschaft pachten und das Grundeinkommen bekommen. Weil das wäre gerecht.
Weil das privatisierte Land, das privat heisst im Prinzip stehlen, oder? Wird im Prinzip von der Allgemeinheit gestohlen in private Taschen rein. Und das finde ich sehr unfair. Und das Problem können wir nur lösen, wenn man wieder faire Löhne zahlt. Und vor allem, wenn man das Land quasi in die Allgemeinheit zurückgeht und nicht mehr in private irgendwelche AGs und so, Holdinggesellschaften geht, die nachher den Reibach machen und unser Land zubetoniert. Dadurch haben wir nämlich immer noch mehr Überbevölkerung und Gewinn von irgendwelchen Kapitalisten machen und das Volk oder wir alle als Konsumenten würden das im Prinzip eben legal bestohlen. Ich finde, man sollte mal dort den Hebel ansetzen. Das wird ja nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein. Sie öffnen ein Riesenfass, aber vielen herzlichen Dank für den Beitrag. Ja, ich möchte mich auch noch mal zu Wort melden. Sie hatten gesagt, es wäre unmöglich, mehr zu tun oder die Schweiz wäre so das Land, wo am meisten ökologische Landwirtschaft betrieben wird. Dem möchte ich gern widersprechen. Es gibt in einen Staat in Indien, den Sikkim, es ist auch ein bergiges Land, wo 100% Ökolandbau gemacht wird. Es ist ein armes Land, es ist viel ärmer als die Schweiz und da passiert viel mehr. Also, und auch in der EU ist Dänemark, hat einen viel höheren Marktanteil an biologischen Produkten, die eingekauft werden. Ich finde das Argument, die Schweiz macht viel mehr als andere Länder und insbesondere als dieses Beispiel eben aus Indien, finde ich, ist wirklich nicht, ist in Angesichts dieser Tatsachen einfach zu schwach. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt Ihnen auf dem Podium nochmals die Möglichkeit geben, auf diese letzte Runde von Beiträgen nochmals zu reagieren, sofern Sie mögen. Sie müssen nicht. Herr Ebi, Sie haben schon angedeutet, dass Sie möchten. Ja. Also, Indien hat 450 Millionen Bauern, die sind mit Hacke ausgerüstet. Ich finde also richtig, wenn diese Produktion so ist, wie sie ist. Ich war selber auch schon in Indien, das interessiert mich, ich schotte mich da nicht ab. Das Zweite, wir sind in Europa das einzige Land, das den ökologischen Leistungsnachweis hat über Jahre, mit Mindestdüngung, mit ökologischen Ausgleichsflächen und so weiter und so fort, haben wir eine recht führende Rolle. Und wenn Sie nach Dänemark kommen, kenne ich sehr gut. Der durchschnittliche Milchwirtschaftsbetrieb in Dänemark hat etwa 400 Kühe. Das sind Fabriken, das wollen wir nicht. Herr Baumann. Ja. Herr Baumann. Genau, das war jetzt auch wieder ein Plädoyer für die Fairfood-Initiative. Also ich höre hier lauter Plädoyers für unsere Initiative. Ich weiß nicht, auf welchen Punkt ich noch zurückkommen soll. Vielleicht ganz kurz. Wollten wir auf die Abstimmungstaktik, glaube ich, reagieren. Genau, die Abstimmungstaktik vielleicht, das stimmt, das vermute ich auch, dass man die beiden Initiativen zusammengenommen hat, aus taktischen Gründen, aber der Politiktaktik ist immer schwierig. Es kann auch nach hinten losgehen, wenn dann die Mobilisierung größer ist, weil es ja auch noch die Velo-Initiative Gegenvorschlag ist, die Mobilisierung der eher Mitte-Links-Personen höher wäre und dann würde das eher wieder den Initiativen helfen. Darum ist diese Taktik eher schwierig. Aber jetzt für die Gegner der Kampagne, die machen es sich einfach. Sie bekämpfen beide Initiativen zusammen. Das werdet ihr noch mitbekommen oder habt ihr schon. Es werden wohl sehr viele Plakate hängen in der ganzen Schweiz und mit teils völlig absurden Behauptungen, aber wir kämpfen gegen einen übermächtigen Gegner an, hier gegen die Wirtschaftsverbände, gegen bürgerliche Parteien mit enorm viel größeren Mitteln als wir. Wir haben werden keine Plakate mehr haben, wir werden unsere Argumente nicht so gut an die Bevölkerung bringen können mit Geld, weil unsere Mittel bescheiden sind. Und jetzt im Schluss der Abstimmungsphase wird natürlich das Geld sehr ein wichtiger Faktor sein. Aber ich hoffe sehr, dass es nicht alle dazu bewegen wird, diese massive Kampagne, die noch gefahren wird gegen uns, Ihre Meinung noch zu ändern, weil jetzt sieht es ja noch gut aus für die Fairfood-Initiative. Haben Sie vorhin signalisiert, dass Sie reagieren wollten? Ich sollte mal jetzt noch was zu den Voten sagen. Ja, genau, auf die letzten Voten aus dem Publikum, also wenn Sie das wollen.
Ja, vielleicht zu Ihrem Votum. Ich kann das eigentlich schon bestätigen, weil wenn wir jetzt mal die Zahlen nehmen, dann ist die Schweiz nicht in allen Bereichen top. Ich möchte auch der Tierärztin als Tochter eines Tierarztes durchaus recht geben. Wir können uns noch verbessern. Es ist nicht so, es wird immer so dargestellt, auch von der Werbung, dass wir hier so eine heile Welt mit Kühen und Kuhglocken und alles in frei haben. Das stimmt einfach nicht. Und wir erfüllen gewisse, zum Beispiel im Gewässerschutz ist die EU strenger, hat man 10 Meter Abstand vom Gewässer, in der Schweiz 3, und zum Teil wird es noch vergütet. Also ich möchte jetzt da nicht in Details gehen, aber ich möchte mal sagen, dass wir haben zum Teil Sachen, die sind viel besser, aber wir haben auch viele Sachen, die sind problematisch. Wie schon gesagt, wir sind eine sehr intensive Landwirtschaft und daher haben wir auch sehr viele Probleme. Und wir haben eine sehr stark fossilbasierte Landwirtschaft, kapitalintensiv und so weiter. Und das verursacht viele Umweltprobleme. Darum stagniert seit 2000, sinken wir hinterher bei Phosphor, bei Stickstoff, bei Ammoniak. Biodiversität ein Riesenproblem, 52%, das wissen Sie besser. Der Arten sind bedroht etc. Möchte ich also, kann ich bestätigen. Ja. Gut. Bis. Vielen herzlichen Dank. Ihnen allen darf auf dem Podium. Ah, möchten Sie? Ah, Entschuldigung. Genau. Ja, selbstverständlich. Ja, sorry. Ich dachte, Sie signalisieren, nein, wenn Statement, Sie möchten. Ein Statement, okay. Und eine das ganz kurze Frage noch. Tut mir leid. Das Statement ist, vorhin wurde aus dem Plenum, aus dem Publikum gesagt, nur wenn wir zweimal Ja stimmen, passiert etwas. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben ganz viele Beispiele auch von ihm gehört, dass man es schon heute machen kann, wenn man möchte. Wir haben hier drin alle eine riesige Eigenverantwortung und die viele Zeichen gehen in die absolut richtige Richtung, ohne dass wir die Verfassung weiter überladen. Also dieses Statement, wenn wir jetzt Nein stimmen, dann geht die Welt zugrunde und die Landwirtschaft erst recht, das möchte ich klar korrigieren. Und noch eine kurze Frage an Sie oder einen Wunsch an Sie. Ich wäre extrem dankbar, wenn Sie nochmal das Publikum fragen. Das mache ich. Weil das mache ich. Das ich mache kann ich. Ihnen sagen, warum. Ich war heute etwas nervöser als sonst, weil meine Eltern im Publikum sitzen. Ich habe gesehen, dass meine Mutter noch unentschlossen war. Also, das ist der Muttertest. Gut, das wollte ich nämlich jetzt gerade tun. Vielen herzlichen Dank, aber zunächst Ihnen allen herzlichen Dank, Herr Berger, Herr Abby. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Scharrer und Herr Baumann. Wir sind noch nicht am... Also ja, genau. Dann machen wir das. Machen wir das gleich ordentlich. Wir haben noch ein kleines Dankeschön. Das sind Schweizer Produkte. Erleben. Ich weiß nicht, woher das Mehl kommt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Zucker interessiert mich. Der ist wahrscheinlich aus der Schweiz. Aber das meinen Sie nicht. Also vielen herzlichen Dank, Herr Berger, Herr Abby. Danke vielmals. Merci. Frau Scharrer. Merci vielmals. Danke. Herr Beimann. Merci vielmals. Und Herr Fischer. Danke vielmals. Jetzt möchte ich Sie aber nochmals befragen, geschätzte Gäste und Diskussionsteilnehmende. Wenn Sie heute Abend nach Information und Diskussion abstimmen könnten, jetzt gleich, würden Sie die Fairfood-Initiative annehmen wollen? Wenn ja, dann strecken Sie die Hand hoch. Wenn nein, dann strecken Sie die Hand hoch. Wenn nach wie vor unentschlossen, dann strecken Sie die Hand hoch. Ich stelle hier oben fest, dass die Zahl der Unentschlossenen massiv gesunken ist. Es kann auch sein, dass das durch Abwanderung geschehen ist. Einige mussten leider schon früher gehen. Und die Zahl der Zustimmenden für die Fairfood-Initiative war, wie bereits im ersten Durchgang, massiv höher. Wie war es im unteren Raum? Also einige Leute sind jetzt hier oben und drei stimmen auch unten weiterhin dafür und zwei unentschlossen. Ja, okay. Und wenn Sie heute Abend über die Initiative für Ernährungssouveränität abstimmen dürften, würden Sie dann zustimmen? Dann strecken Sie die Hand auf. Ach, Sie mehr. Ja, und würden Sie sie ablehnen, dann strecken Sie jetzt die Hand auf. Sind Sie nach wie vor unentschlossen? Okay. Darf ich mal fragen, wer hat die Meinung heute Abend geändert? Spannend. Okay, doch. Ja. Also wie war das Stimmungsbild unten? Zwei ablehnen, zwei unentschlossen und weitere konnten sich nicht entscheiden. Okay.
Aber keine Änderung. Hier war Meinung. Das Bild ungefähr ähnlich wie bei der ersten Befragung. Die Initiative für Ernährungssouveränität scheint irgendwie schwieriger fassbar zu sein. Die Zahl der Zustimmenden ist ein bisschen höher als die Zahl der Ablehnenden und die Zahl der Unentschlossenen fast so hoch wie die Zahl der Ablehnenden. Und die Zahl der, also das ist jetzt einfach nur Schätzung, und die Zahl derer, die die Meinung heute Abend geändert haben, ist fast so groß wie die Zahl derer, die die Initiative für Ernährungssouveränität ablehnen würden. Das ist doch beachtlich. Also insofern Ihnen allen herzlichen Dank für diesen Beitrag zu Meinungsbildung und Information. Wenn das Politforum dazu beitragen kann, dann erfüllt es seinen Zweck. Wir veranstalten regelmäßig Veranstaltungen zu Abstimmungsdebatten, Initiativen, Veranstaltungen zu politischer Bildung und so weiter. Konsultieren Sie unsere Website, abonnieren Sie den Newsletter, liken Sie uns auf Facebook, sharen Sie uns mit Ihren Freundinnen und Freunden, sodass aus dem Politforum ein breites Netzwerk für politische Bildung in der Schweiz entsteht. Denn das Wichtigste, eines der wichtigsten Güter, das wir haben, ist unsere Demokratie und die Möglichkeit, in direktem Dialog miteinander zu interagieren und über die Lösungen und Probleme oder umgekehrt die Probleme und die Lösungen in diesem Land zu streiten. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Teilnahme, Ihnen allen, und Sie sind sehr herzlich eingeladen nun zum Apéro im unteren Stock, wenn Sie hier gleich die Treppe runtergehen, für alle, die noch bleiben mögen und allenfalls Gespräche noch weiterführen möchten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend da waren.